Ja, recht herzlichen guten Abend zu unserer heutigen Kompakt-Live-Veranstaltung. Es könnte man bezeichnen als den Auftakt der Souveränitätswochen, die enden werden bei unserer großen Souveränitätskonferenz am 24. November diesen Jahres in der Freien Universität in Berlin. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie viel Souveränität brauchen wir, braucht die Bundesrepublik Deutschland nach innen und nach außen. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Peter Feist, der neben mir Platz genommen hat. Peter Feist ist Militärhistoriker und ausgebildeter Diplomphilosoph, hier ums Eck studiert bei Humboldt. Und er ist Publizist und hat schon sehr viele Vorträge zu dem Thema Militärgeschichte, nationale Souveränität und Marxismus gehalten. Also er ist auch Marxist. Ich weiß, dass der Peter Feist eine Begriffsbestimmung machen wird zum Thema Souveränität. Ich darf mir trotzdem erlauben, als Einstieg mal vorzulesen, was bei Wikipedia zu souverän steht. Da steht, unter einem Souverän, also nicht das Adjektiv souverän gemeint, sondern der Souverän, von lateinisch superanus über allem stehend, versteht man den Inhaber der Staatsgewalt. In Republiken ist dies das Staatsvolk, in Monarchien der Monarch, häufig also ein König oder Fürst. Jetzt kommt's. In der Republik gibt es keine allgemeingültige Definition des Souveräns. In der Theorie ist das Volk Inhaber der Souveränität. Doch je nach Verfassung hat das Volk mehr oder weniger die Souveränität oder Staatsgewalt an Staatsoberhaupt und Parlament delegiert. So heißt es oft, zum Beispiel in der Formulierung der Berichterstattung von Volksentscheiden oder nach Wahlen, der Souverän hat entschieden. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Peter Feist diesen Begriff uns einführen wird. Danke. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kompaktleser. Wir haben uns vor einigen Monaten entschlossen, im Umfeld der Redaktion von Kompakt den 92. Jahrestag der Konvention von Tauroggen, jenen einmaligen Akt in der europäischen Geschichte, dass ein kommandierender General sich gegen seinen König verschwörend die Bündnisachse gewechselt hat, als Anlass genommen, eine Konferenz zu organisieren, die sich mit dem Thema Souveränität in Deutschland beschäftigen soll. Und wir haben ein bisschen das Thema jetzt zugespitzt auf die Frage, wie wird Deutschland wieder souverän? Und wir haben verabredet, dass ich heute versuche, so eine erste Antwort in diese Richtung zu geben, wie man dieses Problem anfassen kann. Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, wenn man diese Frage beantworten will, es wird schwer. Ich will aber, bevor ich zur Lage der Souveränität in Deutschland komme und dann zu der Möglichkeit, eine andere zu erreichen, ein bisschen was sagen, das haben wir Philosophen nun mal so an uns, zum Begriff und zu seiner Genesis und der Diskussion um diesen Begriff, weil man kann ein Ding nur begreifen, wenn man auch einen Begriff davon hat, sagt Hegel, und da ist viel dran. Nach heutigem Lexikonverständnis, sehr abweichend von Wikipedia, aber die Qualität von Wikipedia ist ja nicht sehr hoch, hängt ja sehr davon ab, wer da gerade zufällig schreibt. Also auf meinem engeren Fachgebiet, das in dem Festungsbau steht, nur Quatsch. Also man kann das gar nicht vorlesen, was da steht. Also es geht bei dem Begriff der Souveränität im Prinzip um ein Doppelproblem. Es geht einerseits immer natürlich um die Unabhängigkeit eines Staates, das heißt die Frage, ob er in der Lage ist, seine äußeren Angelegenheiten mehr oder weniger selbstständig nach eigenem Ermessen zu gestalten. Also es geht um eine äußere Unabhängigkeit des Staates von anderen Staaten, Blocksystemen und so weiter. Also eine Kolonie wäre dann ein nicht souveräner Staat, während ein Kolonialherrenland ein souveräner Staat ist, der sogar noch Abhängige hat. Und das Zweite, was immer vergessen wird oft in der Diskussion, ist das Problem der inneren Souveränität, also der inneren Selbstständigkeit des Staates, seine eigenen Angelegenheiten nach seinem Ermessen oder dem Ermessen des demokratischen Souveräns zu formieren. Und diese Freiheit der
eigenständigen Formierung der inneren und äußeren Interessen findet natürlich eine Grenze im Völkerrecht, ganz klar. Die Souveränität endet da, wo die Souveränität anderer Staaten betroffen ist. Das wird auch oft in der Debatte vergessen, dass jede staatliche Souveränität eine völkerrechtliche Grenze, eine Sperre hat. Die zweite Seite dieses Souveränitätsproblems ist, nur ein souveräner Staat oder die Souveränität als solches macht einen Staat erst zum eigenständigen Subjekt des Völkerrechts. Denn was ganz wichtig ist, im Völkerrecht sind Staaten nicht Objekte, sondern Subjekte. Handelnde Subjekte mit unveräußerlichen Rechten, also wie im innerstaatlich das Individuum unveräußerliche Rechte hat, haben nach dem Völkerrecht die Staaten als Subjekte auch unveräußerliche Rechte. Das ist ganz wichtig, weil nur diese Subjekteigenschaft ermöglicht es überhaupt, Souveränität auszuweiten oder einzugrenzen oder zu begrenzen. Also wenn man das über eine ganz kurze Formel bringen kann, bei Souveränität geht es immer um äußere Unabhängigkeit und innere Selbstständigkeit. Beides muss in einem bestimmten historischen Maß vorhanden sein. In der Diskussion der letzten 100 Jahre gab es so eine Aufgipfelung des Souveränitätsproblems in der Frage, wann ist eigentlich die vollständige Souveränität eines Staates erreicht? Und da gibt es die weit verbreitete Auffassung, dass die ist erst erreicht, wenn der Staat das Jus ad bellum hat, also das Recht, eigenständige Kriege zu führen und zu beenden und Verträge zu schließen zur Sicherung des Friedens und so weiter. Also Jus ad bellum ist sozusagen der Gradmesser für den Grad einer Selbstständigkeit einer Nation, einer souveränen Nation. Das ist natürlich in den Jahren des Kalten Krieges auf unserer Seite stark angegriffen worden, weil wir immer gesagt haben, wenn das Recht auf den Atomkrieg einschließt, dann ist natürlich das Recht des anderen auf Selbstverteidigung damit ausgeschaltet und das würde über die Souveränität hinausgehen. Ja? Die Debatte wird man heute so nicht mehr führen können, weil es gibt ja nicht diese Polarität auf der Welt mehr in dieser Weise. Aber trotzdem bleibt es zu hinterfragen, ob Jus ad bellum tatsächlich die Aufgipfelung der Souveränität ist oder auch nur eine Funktion von Souveränität. Unterscheiden von diesem allgemeinen Souveränitätsbegriff muss man dann noch einen zweiten Begriff, den Begriff der nationalen Souveränität. Diese Unterscheidung ist mir persönlich sehr wichtig. Wenn wir über die Souveränität als solche reden, reden wir auf der Ebene der Staatstheorie, sozusagen des allgemeinen Rechts, des Völkerrechts, des Verfassungsrechts. Wenn wir auf der Ebene der nationalen Souveränität reden, dann reden wir in dem historisch konkreten Raum von Geschichte und Verantwortung. Und die nationale Souveränität ist das Recht einer Nation auf Selbstbestimmung. Dieses Recht der Nation auf Selbstbestimmung ist ja die zentrale Debatte des Nationenbegriffs und des Souveränitätsbegriffs im 20. Jahrhundert. Also angefangen von Lenin, der ja als erster auf der Welt das unbedingte Selbstbestimmungsrecht jeder Nation formuliert hat, hat es ja um diese Frage Selbstbestimmungsrecht der Nationen eine riesige Debatte gegeben. Wir wissen, wie der Erste Weltkrieg darauf geantwortet hat, also vor allem die Amerikaner und so weiter. Also Souveränität, nationale Souveränität und Souveränität allgemein spiegelt den Grad der Beherrschung der inneren und äußeren Angelegenheiten durch den jeweiligen Staat wider. Also man kann sozusagen sagen, was für ein Staat bist du, sag mir, wie souverän bist du. Und um das mal ganz aktuell zu sagen, also zumindest in einer wichtigen Frage, nämlich dem Jus ad bellum, sind wir kein vollständig souveräner Staat, denn wir sind eingebunden in ein militärisches Bündnissystem, was nur gemeinsam den Bündnisfall feststellen kann. Das wäre also schon eine solche Einschränkung der vollständigen Souveränität, wenn auch noch eine relativ harmlose, wir werden über andere Dinge noch zu reden haben. Wie entsteht nun eigentlich diese Diskussion über die Souveränität? Und da müssen wir mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit, die jeden Philosophen in Mitteleuropa natürlich am meisten interessiert, in die Epoche der Aufklärung. Die Epoche der Aufklärung wird uns im landläufigen Tenor vermittelt, hätte einen Zentralbegriff gehabt und dieser Zentralbegriff wäre Freiheit gewesen. Nun ist klar, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind die Schlagworte der Französischen Revolution. Aber die staatsrechtlich wichtigste Frage war nicht die Frage nach der persönlichen Freiheit, sondern die Frage nach der Souveränität. Warum? Der Begriff der Souveränität entsteht im Zusammenhang mit der Ausbildung des französischen Absolutismus, dessen berühmtesten Vertreter wir alle kennen, Ludwig XIV., der von sich selber sagte, er ist der Souverän. Das heißt, er ist die Verkörperung von Staat und Nation. Dieser berühmte Satz, der Staat bin ich, ne, von Ludwig XIV., der müsste eigentlich ergänzt werden, ich bin auch gleichzeitig die Nation.
Also in dieser Figur des feudalen Königs, absolutistischer Prägung, prästabiliert, wie Leibniz sagen würde, also sozusagen unterstützt durch die Idee vom Gottesgnadentum, dass also jeder König qua seines Amtes ein von Gott Gesandter sein muss, sonst wäre er nicht in diesem Amt, das ist also die herrschende Ideologie, verschafft diesem Herrscher eine gottgleiche, gottähnliche Stellung und er ist die Identifikation von Nation und Staat. Und gegen diese vorherrschende Ideologie, die von der Kirche natürlich, das ist ein extra Thema, was die Kirchen damit zu tun haben, aber da so weit will ich jetzt nicht gehen, sozusagen verstärkt wird, gegen diese vorherrschende Ideologie der Souveränität, gebündelt im absolutistischen Herrscher, dagegen muss sich die Aufklärung emanzipieren. Und der Freiheitsbegriff ist sozusagen eine Folge davon. Und was entwickelt nun die Aufklärung für einen Gedanken? Gesagt, wir müssen gegen die Souveränität des Herrschers die Volkssouveränität setzen. Und das ist nun der zentrale Gedanke der europäischen Aufklärung ist, wie erringt man die Volkssouveränität? Was sind die Bedingungen ihres Handelns? Und man darf nicht vergessen, die Französische Revolution wurde ausgelöst durch das Zusammenrufen der Ständeversammlung, der Generalstände, also der französischen Nationalversammlung. Und diese Nationalversammlung, das ist der erste Akt der Revolution, also nicht der Sturm auf die Bastille und was da alles für Äußerlichkeiten gibt, sondern der erste Akt der Revolution, nämlich die absolute Macht des Herrschers anzuzweifeln, ist, dass sich diese Nationalversammlung als die Nation erklärt. Das heißt, sie nehmen einen Souveränitätswechsel vor. Sie sagen, nicht der König symbolisiert die Nation, sondern wir, die Generalstände, wir sind die Nation. Und das ist sozusagen Ausfluss dieses theoretischen Denkens über die Volkssouveränität. Das beginnt ganz ernsthaft, es gibt schon ein paar Vorläufer, aber ganz ernsthaft bei Hobbes. Es gibt da natürlich umfangreiche Sachen dazu bei Rousseau, das ist klar, da müssen wir nicht lange drüber reden. Robespierre natürlich auch, mehr als Praktiker, dann als Theoretiker. Und nicht zu vergessen, der große deutsche Philosoph, fast vergessene Philosoph, Rektor der Berliner Universität, Fichte, der über die Volkssouveränität mehrere interessante Sachen geschrieben hat. Und wenn man das mal zusammenfasst, ich will jetzt kein philosophisches Seminar halten, was ist sozusagen Inhalt dieser Volkssouveränität? Kann man auf vier Punkte zusammenfassen. Die Souveränität des Volkes ist unübertragbar. Das heißt, auch nicht an einen König, auch nicht an ein Parlament. Das ist die Position der Aufklärung. Die Souveränität des Volkes ist nicht übertragbar. Sie ist unteilbar. Also man kann auch nicht über eine Gewaltenteilung diese Souveränität aufheben. Sie ist unbeschränkbar. Das heißt, sie gilt räumlich, zeitlich unbeschränkt. Kann also nicht die Gesetze eingeschränkt werden. Und sie ist unverjährbar. Das ist nur eine Sache, die heute nicht mehr so eine Rolle spielt. Da ging es um die Frage, gibt es einen Zwang zur Einberufung der Generalstände. In der Schlussfolgerung kommen dann die Aufklärer zu der Tatsache, zu der Formel, wahre Volkssouveränität kann nur hergestellt werden, wenn der staatliche Souverän, der Staat als Vertreter des Souveräns, demokratisch legitimiert ist. Das wird nun heute auch jeder Staatsrechtslehrer sagen. Der Souverän wird durch das Volk vertreten. Der Souverän des Volkes wird durch irgendeine parlamentarische, demokratische Struktur vertreten. Aber man muss sagen, das ist schon eine Einschränkung dieses absoluten Begriffs der Volkssouveränität, wie er eine Aufklärung hat. Ein unteilbar, unübertragbar, unbeschränkbar ist eben nicht abgeben an ein Parlament, sondern direkte Herrschaft des Volkes. Wir sehen dann natürlich, wie im Laufe der Zeit dieser radikale Begriff der Volkssouveränität durch die bürgerlichen Spielregeln des bürgerlichen Parlamentarismus immer weiter eingeschränkt wird. Also die Schweiz wäre dann souverän? Na, auf jeden Fall souveräner. Dazu komme ich nachher nochmal ausführlich, sie hätte einen höheren Anteil an Volkssouveränität, als wir den bei uns kennen. Ja? Und im Sinne der Aufklärung wäre sie souveräner. Gut, das soll sozusagen als Begriffsbestimmung erstmal genügen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem der Zentralbegriffe europäischen Denkens. Es ist nicht irgendein lapidares Problem. Und als Militärhistoriker bin ich ja gewöhnt, die Befehlsstruktur zu denken. Und an jedem Anfang eines jeden Befehls steht die Lageanalyse. Wo sind wir? Ich will das an mehreren Problemen aufbrechen. Wir fangen mit außen an. Also die Frage heißt ja, sind wir ein souveränes Völkerrechtssubjekt? Aufgrund unserer Geschichte der letzten 50 Jahre muss man diese Frage konkretisieren in die Frage, wir haben einen Weltkrieg mit angezettelt und
Das damalige Deutsche Reich hat diesen Krieg verloren. Ein souveränes Völkerrechtssubjekt müsste sich nun also mit den ehemaligen Kriegsgegnern geeinigt haben und einen gültigen Friedensvertrag haben. Haben wir den? Nein. Haben wir nicht. Das heißt, die wichtigste Frage der letzten 50 oder 80 oder 100 Jahre, jus ad bellum, ist in Deutschland ungeklärt, denn wir haben, wenn Sie mal in die veröffentlichte Meinung gucken, Formulierungen wie, der 2+4-Vertrag wird wie ein Friedensvertrag behandelt, ist anstelle eines Friedensvertrages, ist einem Friedensvertrag gleichgeordnet und ähnliches. Aber ich sage da, obwohl ich kein Jurist bin, sondern Philosoph, aber da gilt das gleiche Prinzip, was nicht draußen draufsteht, ist auch nicht drin. Und wenn nicht Friedensvertrag drüber steht, dann ist es offensichtlich kein vollständig völkerrechtlich gültiger Friedensvertrag. Das lässt sich nun an einem ganz einfachen Problem nachweisen. Und zwar diese berühmte Feindstaatenklausel. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, deswegen sage ich es nochmal. Es gibt eine Klausel in der Charta der Vereinten Nationen, in der festgelegt ist, dass die Staaten, gegen die die UNO gegründet worden ist, nämlich die Aggressorenstaaten des Zweiten Weltkrieges, also Deutschland und Japan vor allen Dingen, Italien, wie Feindstaaten zu behandeln sind. Feindstaaten bedeutet, dass diese Staaten ohne einen Beschluss des Sicherheitsrates, der sie als Aggressor erklärt, mit kriegerischen Handlungen überzogen werden können, weil man ihre aggressive Absicht voraussetzt. Also völkerrechtlich ist klar, wir sind ein ewiger Aggressor und man kann auf uns draufhauen, weil wir sind eben der potenzielle Aggressor. Dass diese Formel 1946, 47, von mir aus bis 52, 53 noch irgendeine Bedeutung hatte, das ist mir historisch ja einleuchtend. Aber dass sie noch in Kraft ist, obwohl wir Mitglied der NATO, der Europäischen Union, Unterzeichner der UNO-Charta und alle anderen Dinge sind, die will ich gar nicht aufzählen, wissen Sie alle selber. Das ist doch schon sehr eigenartig. Und nun gucke man sich mal die deutsche Außenpolitik an. Tut die deutsche Außenpolitik etwas in Bezug auf die UNO? Ja. Sie kämpft mit verbissener Verbohrtheit um einen Mitgliedsplatz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat. Also der Paria, der gar kein Vollmitglied ist, weil für ihn gilt ja nicht das sonstige internationale Recht, sondern die Feindstaatenklausel, will auch noch ins Kontrollgremium. Wie blöde ist denn das? Warum haben wir aber diese Propaganda für die Sicherheitsratsfrage? Ganz einfach. Weil in Deutschland sich niemand wagt, offen zuzugeben, dass es die Feindstaatenklausel gibt und dass das zentrale Ziel der Außenpolitik Deutschlands in Bezug auf die UNO die Abschaffung dieser Feindstaatenklausel entweder sein müsste oder vielleicht sogar ist. Und jeder, der logisch denken kann, ist klar, falls die UNO mal entscheiden sollte, dass wir Vollmitglied des Sicherheitsrates wären, dann müsste man natürlich vorher die Feindstaatenklausel abschaffen. Also wird uns erzählt, wir kämpfen um den UNO-Sicherheitsratsmitgliedschaft, um uns nicht sagen zu müssen, dass, was die Mehrheit der Deutschen ja auch nicht weiß, dass die Feindstaatenklausel gilt, Völkerrecht ist. Das ist natürlich, ich sage es mal ganz brutal, die größtmögliche Einschränkung des Souveränitätsrechts. Denn wenn es so ist, dass jus ad bellum der Gradmesser der Souveränität ist, dann ist natürlich die Androhung des jederzeitigen Einmarsches in dem sogenannten Feindstaat ohne Kriegserklärung, das gehört ja dazu, ohne Kriegserklärung und ohne Beschluss des Sicherheitsrates, der feststellt, dass da ein Aggressor vorhanden ist, das genaue Gegenteil von jus ad bellum. Ja? Wenn wir es also wagen sollten, im wohlverstandenen Eigeninteresse, zum Schutz unserer nationalen Grenzen, Waffen zu erheben, kann uns jedes andere UN-Mitglied sofort überfallen, ohne Kriegserklärung, ohne Begründung, denn wir sind ein Feindstaat. Das ist eine absurde Situation. Und offensichtlich, das ist zumindest meine Interpretation der Faktenlage, hat es deshalb keinen Friedensvertrag gegeben. Weil man natürlich mit einem Land, das unter der Feindstaatenklausel steht, keinen Friedensvertrag abschließen kann. Das ist ja logisch. Das zweite Problem, was die Frage der Souveränität betrifft, ist der sogenannte Unterwerfungsbrief. Richtig bekannt geworden ist es durch Egon Bahr. Ich habe hier vor mir einen Ausschnitt aus der Zeitschrift Die Zeit, wo
Egon Bahr, ich wollte das also ursprünglich vorlesen, aber es sind 4 Seiten, ist zu lang. Ich verkürze das mal. Folgendes berichtet: Ich brachte Brandt meinen Entwurf für einen Brief an meinen sowjetischen Kollegen Kosygin, dem er einen informellen Meinungsaustausch anbieten wollte. Brandt war wichtiger zu berichten, was ihm heute passiert sei. Ein hoher Beamter hatte ihm 3 Briefe zur Unterschrift gelegt und vorgelegt, jeweils an die Botschafter der 3 Mächte, der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Großbritanniens, in ihrer Eigenschaft als hohe Kommissare. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihren Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht hatten. Als Inhaber der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und Berlin hätten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, also außer Kraft gesetzt, die als Einschränkung ihrer Verfügungshoheit verstanden werden könnten. Das gilt also für die Artikel 146, Entschuldigung, der nach der deutschen Einheit eine Verfassung anstelle des Grundgesetzes vorsah. Darauf werde ich zurückkommen. Brandt weigert sich, verkürze das jetzt mal, erstmal diese Dinge zu unterschreiben, weil er das natürlich als klassisch klar Hochverrat, Verrat an der deutschen Verfassung, er ist gar nicht berechtigt als Kanzler des Grundgesetzes einen Artikel zu unterschreiben, wo drin steht, dieses Grundgesetz gilt in Teilen nicht. Das ist klassisch Hochverrat, Verrat an der Verfassung. Aber nach mehreren Tagen Depression hat er dann doch unterschrieben. Egon Bahr sagt selber in diesem Artikel, dass nach seinem Kenntnisstand diese Unterwerfungsbriefe heute nicht mehr existieren und auch nicht mehr abverlangt werden. Das kann man glauben. Da alle Vorgängerkanzler vor Herrn Brandt oder Genossen Brandt, wie ich als Marxist ja auch sagen kann, niemals, auch nur andeutungsweise, etwas über diese Unterwerfungsbriefe verlauten lassen haben, und auch Bahr das ja erst auch Jahrzehnte später bekannt gegeben hat, bin ich mir sehr sicher, dass es in der einen oder anderen Form diese Unterwerfungsbriefe noch gibt. Denn sonst hätten wir einen Friedensvertrag. Das ist nämlich die gleiche Logik. Wie auch immer, diese Einschränkung der nationalen Souveränität durch die ehemaligen Siegermächte außer der Sowjetunion, die ja nicht mehr existiert und auch schon vorher auf ihre Rechte verzichtet hatte, aussieht heute, dass es so etwas wie den Unterwerfungsbrief in irgendeiner Form geben muss, ist jedem klar, der auch nur einigermaßen aufmerksam die deutsche Außenpolitik verfolgt. Das heißt, diese beiden Fälle mal gesetzt, also Feindstaatenklausel und die Form der alliierten Vorbehalte über die deutsche Verfassung. Denn wir haben ja diesen Paragraf 146 Grundgesetz, also in freier Selbstbestimmung nach Erreichen der deutschen Einheit uns eine Verfassung zu geben, bis heute nicht umgesetzt. Also wird der Vorbehalt, allein das sagt, dass der Vorbehalt weiter besteht. Das zeigt, dass wir in unserer äußeren Souveränität, also mal ganz vorsichtig gesagt, stark eingeschränkt sind. Die weitere Einschränkung der äußeren Souveränität habe ich genannt, das ist die Einbindung in die internationalen militärischen Bündnissysteme und politischen Bündnissysteme. Wie ist die Lage nach innen? Ich habe es ja gerade gesagt, Paragraf 146, Verfassung in freier Selbstbestimmung im Zuge der deutschen Einheit, was 90% der Ostdeutschen als selbstverständlich vorausgesetzt haben, dass nach der Wiedervereinigung dieser Verfassungskonvent stattfindet und eine Verfassung geschaffen wird. Wurde nicht gemacht. Über dem Reichstag steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Nee. Ja, ja, gut, aber es steht, irgendwo steht auch, Staatsgewalt geht vom Volke, oder steht es auf Verfassung, weiß ich jetzt nicht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Nee. Das Volk ist die Staatsgewalt, ist der Standpunkt der Aufklärung. Schon diese Delegierung im Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, ist die Konterkarierung der Volkssouveränität. Und die wird durch unsere Verfassung festgeschrieben. Denn wir haben, wie wir alle wissen, in der Verfassung ein parlamentarisches System mit dem freien und mündigen Abgeordneten. Das ist Verfassungsgrundsatz, also Grundgesetz, Ersatzverfassungsgrundsatz. Was haben wir in Wirklichkeit? Eine Parteiendiktatur. Das Erste, was jeder Abgeordnete im Bundestag lernt, ist, Fraktionsdisziplin ist wichtiger als seine persönliche Meinung und wer es nicht macht, fliegt nach einer Wahlperiode wieder raus. Also von Souveränität des Volkes ist da nichts zu merken.
Das ist eine ganz komplizierte, aber entscheidende Dialektik, das mal in einem marxischen Terminus zu sagen. Also eine Wechselbeziehung zwischen der äußeren Souveränität und der Volkssouveränität. Das ist ganz einfach. Je stärker ein Land nach innen ist, in seiner nationalen Identität, gucken sich die Engländer an, also Großbritannien, oder die Amerikaner mit ihrem überbordenden Nationalismus, umso effektiver kann es auch in seiner Außenpolitik handeln. Weil man natürlich weiß, ein Land, das sich im Inneren einig ist, also wo es eine relativ große Übereinstimmung zwischen Herrschenden und Beherrschten gibt, dieses Land ist nach außen auch handlungsfähig. Wenn aber diese innere Souveränität nicht da ist oder wie bei uns ideologisch so zerdeppert ist, wie wir es zurzeit haben, dann ist auch der außenpolitische Spielraum für eine Regierung sehr gering. Und deshalb ist die Frage nach der Volkssouveränität auch eine Frage nach der äußeren Souveränität und umgekehrt. Das ist die Dialektik. Also nur ein nach innen stabiler, souveräner, sich im Standpunkt der nationalen Identität befindlicher Staat kann auch nach außen hin ein politisches und auch militärisches Gewicht haben. Und wenn wir also eine oktroyierte Verfassung haben, die ja offensichtlich nicht in freier Selbstbestimmung des deutschen Volkes geschaffen worden ist, sondern von den Alliierten mehr oder weniger mitgeschrieben worden ist, dann ist klar, ist mehres unklar. Also zum Beispiel ist die Frage unklar, wer ist das Staatsvolk dieser Verfassung, wenn es keine eigene selbstbestimmte Verfassung ist. Ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, da gibt es bestimmt einige im Saal, die da nachher weiterreden wollen an dieser Frage, aber ich will das nur mal ganz staatsrechtlich, das ist ganz klar. Also wenn wir uns selber die Verfassung nicht gegeben haben, wer ist dann das Subjekt dieses Staates? Wer ist das Staatsvolk? Also ich bin es nicht, weil ich habe diese Verfassung nicht freier Selbstbestimmung gewählt. Als Ossi sowieso nicht. Oder wenn wir das Wort von Goethe nehmen, freies Volk auf freiem Grund, Kern der Volkssouveränität, freies Volk auf freiem Grund. Der Grund ist nicht frei. Wir haben in Form der amerikanischen Truppen immer noch Nachfolgetruppen von Besatzungstruppen in Deutschland. Freier Grund sieht anders aus. Die Frage kam nach der Schweiz, das ist eine ganz wichtige Frage. Der Gedanke der Volkssouveränität beinhaltet, dass ein parlamentarisches System nach oben offen ist. Das heißt, dass es die Tendenz haben muss, dass es das Wesensgesetz einer ernsthaften Demokratie, die parlamentarischen und die außerparlamentarischen Mitwirkungsrechte des Volkes zu erweitern. Bei uns haben wir aber eine Diskussion, dass jede Form von Volksabstimmung, Volksbefragung und so weiter unter ungeheuren historischen Last vorbehalten steht. Ja, wird immer gesagt, die Weimarer Republik, die Weimarer Republik. Also man muss sich mal die Geschichte der Weimarer Republik angucken mit den großen Volksentscheiden. Die sind fast alle gescheitert, die Unvernünftigen. Ja, der einzige, der sozusagen im Volksentscheid, der eine richtige Bedeutung hatte über die Saar, der ist allerdings mit einer sehr großen Zustimmung ausgegangen. Oder nehmen wir uns mal zwei Volksentscheide aus jüngerer Zeit. Also in dem Schweizer Volk wurde die Frage vorgelegt, soll man die Anzahl der Urlaubstage verdoppeln? Und jeder von unseren populistisch denkenden Politikern hätte jetzt sofort die Hosen voll gehabt und gesagt, um Gottes Willen, wie kann man so eine Frage vorlesen? Natürlich werden die alle Ja sagen. Nee, die Schweizer haben es abgelehnt. Weil die wissen, dass es ökonomisch nicht geht. Ja? Bei uns wird aber ständig eine Situation, eine ideologische Situation erzeugt, dem Volk zu misstrauen, dem Souverän zu misstrauen, ihn für unmündig zu erklären, ihn für dusselig zu erklären. Er würde sich also dann immer bei Volksabstimmung falsch verhalten. Also diese Entscheidung in der Schweiz zeigt ganz eindeutig, dass das Volk weder unmündig noch dumm ist, sondern im wohlverstandenen Eigeninteresse gesagt hat, das können wir uns nicht leisten, wir können nicht mehr als 30 Tage im Jahr Urlaub machen. Oder eine andere Volksentscheidung aus jüngerer Zeit, Moscheeverbot. Warum kann man in Deutschland keine Entscheidung über Moscheeverbot machen? Weil jeder weiß, wie sie ausgehen würde. Und das wollen die Herrschenden nicht riskieren. Die haben Angst vor dem, was das Volk sagt. Minarettverbot, Entschuldigung, nicht Moscheeverbot, Minarettverbot. Falscher Zungenschlag. Ja, Moscheen kann man nicht verbieten, das ist Frage, wir haben Grundrechte für Religionsfreiheit, auch wenn ich als Atheist das für Quatsch halte, aber das ist ja, bitteschön, sollen sie. Aber Minarette gehören nicht in die europäische Kulturlandschaft, das sagt ja jeder Zweite auf der Straße, mussten ja nur fragen. Warum kann man natürlich nicht fragen, weil da müsste man ja eine ernsthafte Debatte führen. Also, dieses Moment der Volkssouveränität, die Rechte, die Mitwirkungsrechte des Volkes ständig auszuweiten, die ist durch die Art der von den Alliierten oktroyierten Verfassung ausgeschlossen. Und wird in Deutschland noch durch eine ideologische Propaganda, die immer wieder sagt, Volksabstimmungen zeigen ja die 20er Jahre, bringen nur Unsinn zustande, kann ich nur sagen, die 20er Jahre zeigen das nicht. Und die Entscheidungen um uns herum,
in Europa, wo Volksabstimmungen stattfinden, oder nehmen Sie diese Volksabstimmung, die die Berliner ja in Ost und West noch mal fast neu gespalten hat, über die Wiedereinführung des Religionsunterrichts in den Schulen. In einer Stadt, die überwiegend nicht mehr christlich ist, hat eben das Volk entschieden, wir machen es nicht. Also wer spricht hier gegen Volksabstimmung? Es setzt sich das Vernünftige schon durch. Und wenn mal wirklich eine Ausfranze-Entscheidung fallen sollte, dann macht man halt 5 Jahre später eine neue Volksentscheidung. Oder nehmen Sie die berühmten Volksentscheide, hier in unserer Region ja auch ganz wichtig, die Ankopplung Berlins an Brandenburg, also die Vereinigung von Berlin und Brandenburg, ne, haben die Brandenburger Gott sei Dank mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Kann man nur sagen, Gott sei Dank in ihrem Namen. Stellen Sie mal vor, die ganzen Brandenburger hätten unsere Schulden mitgeerbt, ne, die würden sich ja freuen. Ja. Also hat doch das Volk vernünftig entschieden, dass diese beiden Dinge nicht so einfach zu vereinen sind. Also wer Propaganda macht gegen Volksentscheidung, ist erstens kein Demokrat, steht nicht auf dem Boden der einzigen legitimen deutschen Reichsverfassung, nämlich der 20er Jahre. Denn die andere ist ja von den Alliierten oktroyiert, die haben wir nicht in freier Selbstbestimmung geschaffen, sondern nur die Weimarer Verfassung ist eine echte Verfassung des deutschen Volkes. Und ich sage sogar, er ist ein Nachplapperer der Besatzungsmächte. Wenn wir also diese Frage uns stellen, innere Souveränität als sich ausweitende Volkssouveränität, und das ist der einzige Maßstab, den ich in der Tradition der Aufklärung für sinnvoll erachte, da muss man sagen, auch das ist sehr stark eingeschränkt. Wir haben eben nicht mal eine Verfassung, und wir haben überhaupt keine Tendenz zur Ausweitung der Volksrechte. Man kann das übrigens auch an einem ganz praktischen Beispiel zeigen, wie das funktioniert hat, mit diesem Vertrauen der Alliierten in den deutschen Souverän. Es ist heute unwidersprochen, obwohl es dafür bis jetzt keine wirklichen Urkunden und Aktenbelege gibt, aber es wird ja jeden Tag im Fernsehen wiederholt, also wird schon was dran sein, dass die Einführung des Euro der Preis war, den Helmut Kohl zahlen musste für die deutsche Einheit. Na, was ist denn das für eine Nummer? Andere Demokratien zwingen ein Land, was demokratisch ist, zu seiner Wiedervereinigung einen Preis zu bezahlen? Sind wir eine Kolonie? Sind wir ein abhängiges System? Ja. Wenn wir einen Preis dafür zahlen müssten, uns wieder zu vereinen, dann sind wir eine Kolonie, von wem auch immer. Und da diese Operation nicht das gebracht hat, was sie bringen sollte, nämlich eine Schwächung Deutschlands, die Wiedervereinigung hat zwar über eine Phase der schwierigen Aufbauarbeit im Osten, aber doch ja zu einer Stärkung Deutschlands geführt. Wir sind eben nach wie vor Erster oder Zweiter im Export und so weiter. Sollen wir jetzt neu geschwächt werden, indem wir für den zusammenbrechenden Euro die Schulden bezahlen? Also wir zahlen schon wieder einen Preis dafür, dass wir da sind. Nun kann man natürlich sagen, ihr seid die Generation der Täter. Ja gut, aber das kommen wir nochmal dazu. Also so viel sozusagen zu meiner Lageanalyse. Also Souveränität nach außen stark eingeschränkt, Souveränität nach innen, zumindest wenn man den Maßstab der Volkssouveränität ansetzt, eher klein, wenn nicht sogar unterentwickelt. Und nun kommt als letzter Punkt die Frage, was kann man dagegen tun? Also nun erwarten Sie von mir nicht, dass ich sage, wir gründen morgen eine Partei zur Wiederherstellung der Souveränität. Das könnte man auch machen, aber ich weiß nicht, was das soll. Das Einzige, was hilft, ist die Rückgewinnung der Souveränität des Individuums. Wir müssen wieder souverän werden. In uns selbst und dann in unserem Land und dann in der Welt. Und die werden Sie fragen, da sitzt ein Marxist, da sitzt ein Linker und erzählt ja so eine Thesen, die könnten ja auch, sagen wir mal, in der Jungen Freiheit stehen. Es gibt in Deutschland einen Webfehler in der Linken. Wenn ich darüber mit französischen oder griechischen Genossen rede oder südafrikanischen Genossen, die verstehen unsere ganze Debatte nicht. Erzählen Sie mal einem französischen Kommunisten, der soll nicht für La Grande Nation sein. Der zeigt Ihnen nicht nur einen Vogel, der lacht Sie nur aus. Und dann habe ich gedacht, na, also gut, wenn das so ein Problem ist in der deutschen Linken, dann müssen wir mal beim alten Vater nachgucken, was denn der Vater Marx dazu sagt. Und nach längerem Suchen habe ich ein ziemlich, ich gebe zu, sehr abseitiges Zitat gefunden. Wenn ich es denn jetzt finde, kann ich es auch vorlesen. Hier ist es. Marx über die Rolle der Nation und Nationalitäten. Da hören Sie mal genau zu, weil 80% der deutschen Linken werden jetzt ausflippen. Die Nationalität ist kein allgemein menschliches Prinzip, sondern eine historische und örtliche Tatsache, habend ein unzweifelhaftes Recht, wie alle wirklichen und harmlosen Tatsachen, auf allgemeine Anerkennung. Punkt. Es ist eine Tatsache.
jedes Volk oder selbst jedes Völkchen, also auch die Sorben, hat seinen eigenen Charakter, seine Manier, bildend gerade das Wesen der Nationalität, das Wesen des Resultats des ganzen historischen Lebens in allen Lebensbedingungen der Nationalität. Jetzt kommt's. Jedes Volk, gerade wie jede Person, ist unfreiwillig das, was es ist und hat das unzweifelhafte Recht, es selbst zu sein. Also dieser Satz, wie heißt das immer, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein, nee, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, der könnte hier drunter stehen oder drüber. Ich habe das Recht, Punkt. Und jetzt müssen wir mal als Marxist an diesen Satz rangehen, der ist extrem wichtig. Das werden jetzt die Leute, die aus dem Westen kommen, nicht so vielleicht glauben. Aber die ganze Theorie von Marx dreht sich um ein Problem. Dieses Problem heißt, wie kann man das Individuum befreien? Aus nationalen, aus sozialen, aus politischen und anderen Zwängen. Wie kann man das frei machen? Und damit ist der Begriff des freien Individuums das Höchste, was es im Marx-Denken gibt. Der berühmte Satz aus dem Manifest, die Bedingung der Freiheit jedes Einzelnen muss die Bedingung der Freiheit aller sein. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Es geht um die Freiheit des Menschen. Und jetzt macht dieser Olle Marx was ganz Irres. Er sagt, jedes Volk, gerade wie jede Person, ich sage mal für Person Individuum, jedes Volk, gerade wie jedes Individuum, ist unfreiwillig das, was es ist und hat das unzweifelhafte Recht, es selbst zu sein. Jawohl, wir haben das unzweifelhafte Recht auf unsere eigene Nation. Und zwar nicht, weil das irgendwie einer befohlen hat, weil das eine ideologische Chimäre ist, was mir immer die Linken erzählen, das sei ja bloß eine ideologische Fantasie. Nein, es ist eine historische und örtliche Tatsache. So, und deswegen bin ich als Linker und als geschulter Marxist auf der Seite all derer, die sagen, wir haben das Recht auf unsere alte Nation. Jetzt können wir noch mit meinem alten Genossen Wilhelm Liebknecht darüber streiten, ob es eine Spaltung gibt in unsere Nation und ihre Nation, also die Nationen der Beherrschten und der Unterdrücker. Okay, diesen Streit will ich gerne führen, der ist auch wichtig. Deswegen beharre ich ja auf der Volkssouveränität. Ich gebe doch die Souveränität nicht den Monopolherren oder der Kriegerkaste oder wem auch immer. Sondern ich sage natürlich, wir haben das Recht auf unsere nationale Identität, wenn sie denn gekoppelt ist mit wirklicher Volkssouveränität. Wir geben die Souveränität nicht ab an die, die da zündeln wollen oder Kriege führen oder so, sondern wir kontrollieren das selber. So weit bin ich schon noch Marxist. Ja? Aber erstmal habe ich das unzweifelhafte Recht, sagt Olle Marx, das unzweifelhafte Recht, ich selbst zu sein. Und ich bin nach Sprache, Kultur und Herkunft Deutscher. Das ist jetzt nicht Besseres, als Italiener, Franzose oder Russe zu sein, es ist einfach nur was anderes. Und für den dialektischen Denker gibt es ja eine zentrale kategoriale Unterscheidung zwischen dem Unterschied und dem Gegensatz. Ich behaupte nie, dass ein Deutscher im Gegensatz zum Russen steht, aber er ist von ihm unterschieden. Nur ist die Unterschiedenheit keine besonders wichtige Kategorie, es ist einfach nur eine Feststellung von, wie sagt Marx, historischen und örtlichen Tatsachen. Aber sie sind eben vorhanden. Ja? Ich kann das mal an einem absurden Beispiel sagen. Also es gibt in der deutschen Linken Leute, die der Meinung sind, wenn man den Begriff der Rasse benutzt, dann sei man schon biologistisch, sozialdarwinistisch und eigentlich ein Nazi. Wenn man diese Leute dann in der Diskussion darauf hinweist, dass es aber Menschen gibt, die haben eine mongolische Lidfalte und andere haben stärkere Pigmentierung als andere und Rote sind nicht Weiße, dann ist man Rassist, weil man eine historische und örtliche Tatsache nennt. Ja, nun kann man mit denen ja darüber streiten, ob der Begriff Rasse so günstig ist. Man kann ja auch Varietäten der Art sagen, was die Biologen sagen. Aber was sagen die einem? Das ist eine Einbildung. Ich würde das nur so sehen, als wenn der Schwarze schwarz wäre und der Asiate eine mongolische Lidfalte hätte. Das wäre eine Einbildung. Ja? Und genau mit diesem Unsinn, also mit diesem antimaterialistischen, Materialismus ist nicht verstanden als Raffen von Geld, sondern sich auf die materiellen, auf die wirklichen Tatsachen bezieht. Das ist Materialismus nach Marx. Also diesen antimaterialistischen Standpunkt beziehen Sie auf die Nation. Das ist alles bloß eine Einbildung. Die Nation ist eine Einbildung. Dass Goethe Deutsch schreibt, ist eine Einbildung. Er hat eigentlich Italienisch geschrieben oder was weiß ich. Also, ja. Also auf diesem Niveau können wir keine Debatte führen, sage ich damit ganz deutlich. Ja, so wird in der Linken diskutiert. Und da ja Kompakt ein Magazin ist, was den Brückenschlag zwischen links und rechts versucht, muss man ja auch mal über die Krankheiten der Linken reden. Nicht nur da, wo sie gut sind, sondern vor allem da, wo sie schlecht sind. Man muss sie kennen. Und dann verstehen Sie auch sozusagen diese Aufgeregtheit, dass eine Zeitung wie Kompakt, die den Mut hat, eine klare Position zur Nation zu haben, keine nationalistische, keine chauvinistische, keine wie auch immer rechte, sondern ganz normale, klare Position zu einer historischen und örtlichen Tatsache, ja, angefeindet wird, in die rechte Ecke gestellt wird und so weiter, aus dieser Kopfmacke.
die Tatsache nicht anzuerkennen, dass ich nun mal leider in mir selber wohne. Das ist ein anderes Zitat von Marx. Die Nation ist die Haut, in der ich wohne. Ja, natürlich ist das so. Alles andere ist doch Quatsch. So, und deshalb ist die Frage, wie gewinnen wir Souveränität zurück? Für mich vor allen Dingen eine Frage der Rückgewinnung des Individuums unter dem deutschen Spezialfall. Der deutsche Spezialfall hat also sozusagen zwei Spezialitäten. Die eine ist die Spezialität der besonderen Wirrnis in der deutschen Linken, die ja leider, oder nicht leider, die einfach mindestens seit 50 Jahren oder 100 Jahren fast schon kulturprägend ist, die den Mainstream besetzt. Also links ist jetzt gemeint von linksliberal bis Stalinist, ne? Also alle Schattierungen. Und die haben eben ein Problem in Deutschland mit der Nation. Also nicht alle, ne? Große Leute wie Wolfgang Harisch oder Wilhelm Liebknecht oder August Bebel hatten nie ein Problem mit der Nation. Ganz im Gegenteil, der Bebel hat mal gesagt im Reichstag, wir lassen uns doch von denen unsere Nation nicht wegnehmen. Das ist unsere und nicht die von den Reichen und von den Militaristen. Ja? Das ist der richtige Standpunkt, so muss man rangehen. Das heißt, wir haben diese eine Spezialität, eine besonders Wirrnis auf der Linken, die kulturbestimmt ist, und wir haben das Problem mit der Geschichte. Das, was von Neurechten als Schuldstolz bezeichnet wird. Das finde ich ein etwas übertriebenes Wort, aber es, wie jeder Begriff hat er auch was. Ne? Schuldstolz, also manche sind ja schon stolz darauf, dass wir schuldig sind. Ja? Und das Schuld folgt Sühne, bei Christen zumindest. Das ist natürlich genauso ein Verkehrsunfall. Also, Entschuldigung, was hat meine Generation damit zu tun? Was hat die Generation meines Neffen, der ist jetzt 24, damit zu tun, dass irgendwann mal Verbrecher, pervertierte Verbrecher ein anderes Volk industriell ermordet haben? Also was habe ich damit zu tun? Also mein Großvater war als Kommunist in Buchenwald. Warum muss ich jetzt immer noch die Schuld abtragen von Leuten, die... Als Häftlinge. Was habe ich gesagt? Als Kommunist, ja. Also gut, als kommunistischer Häftling. Wir wollen korrekt sein, als kommunistischer Häftling. Ja, ich habe ja auch eine Nutzung hinterher von Buchenwald, das ist schon richtig. Ja. Nutzung, ja. Also das ist das Problem. Ja? Dass wir sozusagen etwas als Schuld anerkennen sollen, für deren Ursachen wir nicht verantwortlich sind. Als Marxist lehne ich das sogar ab, diese Schuld zu übernehmen, weil das ist für mich Ausdruck des Kapitalismus und seiner Entmenschlichung. Was habe ich damit zu tun, dass das Kapitalismus regelmäßig Verbrechen begeht? Ich bin gegen den Kapitalismus. Also diese besonderen Spezialitäten, die wir haben, machen es umso schwerer, uns national, ich sage es mal ein bisschen bösartig, zu ermannen oder zu erfrauen. Ja. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine Rückgewinnung unserer nationalen Identität. Denn ohne Identität bin ich auch nicht frei. Ich bin unterworfen, wenn ich Bezüge habe, keine Bezüge mehr zu meiner wirklichen Identität habe. Ich bin sozusagen Opfer von mir selbst, weil ich mich ja nicht mal traue, zu mir selbst zu stehen. Das Erste, was die Schwarzen in den Ghettos lernen mussten, das war ja der große Erfolg von dieser Bewegung, wie hieß er? Black Power. Ja? Seid stolz darauf, Schwarze zu sein. Ihr seid nicht Menschen zweiter Klasse, ihr seid Menschen der gleichen Klasse. Seid stolz drauf. Ja? Und das müssen wir wieder lernen. Wir haben ein Recht, außer diesen 12 Jahren, auf 1200, 1500 Jahre deutsche Kulturgeschichte. Wir haben einen Marx, einen Hegel, ein Siemens und weiß ich was alles hervorgebracht aus Deutschland. Das ist Teil der Weltkultur. Und diese Reduktion unserer nationalen Identität auf diese 12 Jahre, für die Mehrheit der heute Lebenden gar nichts mehr kann, ja, und gerade auch Linke ja heute noch gegen die Ursachen dessen immer noch ankämpfen, nämlich den Kapitalismus, das ist einfach nur irre. Und jeder, der sowas in Deutschland von links oder rechts einigermaßen klar ausspricht, wird sofort mit der Faschismuskeule totgeschlagen. Wobei ich einwerfen darf, diese 12 Jahre, 33, 45, haben ja auch in einer historischen Zeit existiert. Das heißt, in anderen Staaten gab es genau solche Ausprägungen. Frankreich, Italien, Spanien. USA. Und es gab natürlich auch in der Sowjetunion sehr unschöne Dinge, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Also, uns wird jeden Tag beigebracht, der höchste Wert in dieser Gesellschaft ist die Freiheit. Okay. Ist für mich zwar nicht der höchste Wert, für mich ist der höchste Wert unter Menschen immer noch die Solidarität, aber man kann das ja mal so annehmen. Aber Freiheit hat Bedingungen. Und die erste Bedingung der Freiheit ist die Autonomie des Individuums. Nur das autonome, das selbstbestimmte Individuum kann doch überhaupt nur frei sein, innerlich frei sein. Denn bevor die äußerliche Freiheit wichtig wird, ist die innerliche Freiheit wichtig. Wenn ich aber nicht mal zu meiner Identität stehen darf, wie soll ich denn dann autonom werden? Das ist doch absurd. So, also ist die erste und wichtigste Frage, vor der wir stehen, wenn wir die Frage stellen nach der Wiederherstellung der deutschen Souveränität, die Frage nach der Autonomie des Individuums.
Und das kann man nur durch zwei Dinge tun, durch die Ausweitung von Freiheitsrechten, was jetzt konkret heißt Ausweitung von Volkssouveränität im Sinne von demokratischer Mitbestimmung, also Ausweitung von Mitbestimmungsrechten auf allen Ebenen der Gesellschaft und mit einem positiven Bezug zur Nation. Also wir wollen nicht eine Debatte anfangen, dass wir 1933 bis 1945 verdrängen wollen oder so. Das ist alles Quatsch, darum geht es gar nicht. Aber die Reduktion unserer Geschichte, ich meine, man muss sich das nochmal angucken, wir sagen den ganzen Tag, Adolf Hitler ist böse. Nehmen Sie mal einen ganz normalen Fernsehabend. Ich habe 52 Sender, auch mindestens von diesen 52 Sendern, die ich empfangen kann, laufen mindestens auf 5 Dokumentationen, wo ich die ganze Zeit die Fresse von Adolf sehe. Also ich kann das nicht mehr sehen. Ja? So, jetzt sagen mir natürlich bestimmte Leute, ja, wir müssen das dem deutschen Volk immer wieder einhämmern, dass da was Furchtbares war. Also Entschuldigung, was ich beobachte, ist, dass die Leute fasziniert sind. Nicht, dass sie über die Schuld nachdenken. Und je öfter wir diese Filme sehen, umso fasziniert werden wir. Und wenn wir noch einen Film sehen über den Pinscher vom Pinscher vom Pinscher vom Schäferhund, ja, dann werden wir noch faszinierter sein. Also es ist absurd. Wir machen gleich Debatte, ich bin gleich fertig. Also, was ist die Bedingung für diese sozusagen Emanzipation des Individuums und die Wiederherstellung seiner geistigen Autonomie? Das ist, dass wir uns ernsthaft vergewissern unserer demokratischen Tradition. Im Mittelpunkt jeder deutschen Politik und Propaganda müssen unsere demokratischen Traditionen stehen. Das fängt an vom Bauernkrieg, geht weiter über die 48er Revolution, geht weiter über 1918 und natürlich auch die ostdeutsche Freiheitsrevolution von 1989. Ist auch interessant, wie damit umgegangen wird. Ne? Da wird nicht dieser radikale Akt der Selbstbefreiung in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Repression, die Stasi ist im Fokus. Nicht die Leute, die sich getraut haben, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein mehr oder weniger repressives System abzuschütteln, sondern die Stasi, die Stasi, die Stasi, die Stasi. Die sind richtig verliebt in die Repression. Die müssen andauernd Filme über Repression machen. Interessiert mich nicht. Mich interessiert, es ist die erste gelungene deutsche Befreiungsrevolution. Alle anderen sind ja gescheitert in Deutschland. Man könnte ja auch mal fragen, warum die gescheitert sind. Das wäre auch eine wichtige Frage in der Geschichtspropaganda. Warum ist eigentlich die 48er Revolution gescheitert? Warum ist der Bauernkrieg gescheitert? Ja? Hängt das vielleicht mit unserer nationalen Kultur zusammen oder so? Ich weiß es nicht. Was ist das zentrale Erbe der letzten 200 Jahre in der deutschen Nation? Der Obrigkeitsstaat. Was macht Frau Merkel? Die Wiederherstellung des Obrigkeitsstaats. Mein letzter Gedanke. Frau Merkel darf in diesem Land sagen oder sagen lassen, so im Gutachten, beim zweiten oder dritten Prozess der Eurogegner, steht im Gutachten der Regierung, es gibt in Deutschland kein Recht auf Demokratie. Wer es nicht glaubt, kann man im Internet nachlesen. Ist übrigens staatsrechtlich unbestritten. Und Frau Merkel sagte vor kurzem irgendwo bei irgendeiner hübschen Gelegenheit den schönen Satz, Demokratie und Menschenrechte sind in Deutschland nicht für ewig festgeschrieben. Jawohl. Spätestens mit der Einführung der Antiterrorgesetze ist dieser Satz wahrer geworden, als er immer schon war. Denn wir haben ja schon immer Notfallgesetze, sogenannte, wie heißen die Dinger, Notstandsgesetze. Ne? Jetzt haben wir noch diese Antiterrorgesetze. Das heißt, Demokratie und Menschenrechte sind nicht für ewig festgeschrieben. Das ist wahr. Das heißt aber doch für uns höchste Wachsamkeit. Das sagt doch eine Regierungschefin nicht mal so nebenbei. Und wenn vom höchsten deutschen Gericht unwidersprochen gesagt werden kann, es gibt kein Recht auf Demokratie, ja, was für einen Zustand von Volkssouveränität haben wir denn da? Das heißt, wir müssen von ganz unten anfangen. Wir müssen den Leuten erstmal klar machen, erstens, du bist du selbst. Du bist, hast das Recht, dich als Deutscher zu fühlen. Das ist nichts Verwerfliches. Du hast zweitens die unbedingte Pflicht, dein demokratisches Gemeinwesen gegen alle Angriffe aus dem Inneren und außen zu verteidigen. Und dazu musst du wissen, wie es funktioniert. Und dazu musst du für eine Verfassung kämpfen, weil wir haben keine. Dass wir keine Verfassung haben, ist der deutlichste Ausdruck dafür, dass wir nicht souverän sind. Dankeschön. Bevor wir mit der Runde beginnen, möchte ich noch zu einem zentralen Begriff kommen, was du hier gesagt hast, Jus ad bellum, Recht, Kriege zu führen. Also das halte ich für nicht so modern. Also eine Abwandlung des Satzes könnte ich mir gefallen lassen, Recht am Krieg nicht teilnehmen zu müssen. Sprich, nicht in irgendwelchen Bündnissen eingeflochten zu sein, erdrückt zu werden, NATO, wie auch immer, oder EU, um selbst entscheiden zu können, jawohl, an diesem Bündnisfall nehme ich nicht teil, weil ich bin souverän, oder dort nehme ich teil oder dort engagiere ich mich. Also welche Bündnisse braucht Deutschland? Wie kommt sie aus Bündnissen raus oder es raus und kann dort wieder souverän entscheiden? Gut, da antworte ich mit dem Lebens,
der Lebensmaxime eines der größten deutschen Politiker, der heute auch schon unter Verdacht steht, Bismarck. Bismarck hatte eine fundamentale Erkenntnis gezogen aus der Geschichte Europas, mindestens seit Katharina der Großen, die ist ganz einfach. Immer dann, wenn Deutschland und Russland in einem Bündnis sind, ob zweck- oder ideologisch, ist egal, dann ist das für die beiden Nationen von Vorteil und für Europa. Und immer dann, wenn das nicht der Fall ist, wenn also Deutschland und Russland in gegenteiligen Blöcken sind oder gegeneinander stehen, dann ist das für beide Völker eine Katastrophe, das im 20. Jahrhundert zu beschreiben, muss man ja gar nicht diskutieren, und für Europa. Man kann das mal im ganz einfachen Paradoxon sagen. Der Erste Weltkrieg war überhaupt nur möglich, weil Deutschland mit seiner verfehlten Außenpolitik das Bündnissystem mit Russland aufgekündigt hat. Denn wenn Russland im Dreimächtepakt geblieben wäre, also nicht übergegangen wäre zur Entente, dann hätte es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben. Also die größte Völkerkatastrophe am Anfang des letzten Jahrhunderts ist diesem Aufkündigen der Achse Berlin-Moskau wesentlich geschuldet. Das heißt, es gibt auch noch einen anderen Grund, einen ganz einfachen. Als Materialist gucke ich ja immer auf ökonomische Verhältnisse. Russland ist das rohstoffreichste Land der Erde. Und sie haben, wie wir alle wissen, seit Jahrzehnten Probleme damit, diese Rohstoffe so zu verarbeiten, dass sie daraus riesigen materiellen Reichtum entwickeln können. Deswegen gilt seit Lenin in der sowjetischen und dann später russischen Außenpolitik, wir haben einen natürlichen Bündnispartner, den Technologieriesen der Welt, Deutschland. Die brauchen unsere Werkstoffe, Rohstoffe und Halbfabrikate und wir brauchen deren Know-how. Und immer dann, wenn das funktioniert hat, war das für beide Völker eine große Phase. Bis hin dazu, um das mal ganz böse als Militärhistoriker zu sagen, ohne die geheime deutsch-sowjetische Zusammenarbeit zwischen den beiden Weltkriegen hätte es weder eine Wehrmacht gegeben, die halb Europa überfallen konnte, noch hätten die Russen den Krieg gewinnen können. Zusammenarbeit mit der Reichswehr. Wehrmacht gesagt, Entschuldigung, also Reichswehr. Ja, also sozusagen, auch also auf diesem absurden Gebiet kann man sehen, dass beide Völker was davon hatten. Und deswegen sage ich, wenn da noch dazu kommt, dass uns die anderen beiden Weltmächte, die jetzt wichtig sind, nämlich Großbritannien und natürlich vor allen Dingen die USA, wie man an der Feindstaatenklausel sehen kann, weiter in Unterwerfung halten wollen, dann müssen wir die Blickrichtung ändern. Nach Osten. Das ist unsere Zukunft. Und deswegen haben wir die Konvention von Tauroggen als Anlass für diese Konferenz genommen. Weil die Konvention von Tauroggen war ein mutiger General, der gesagt hat, wenn wir den französischen Druck in Deutschland loswerden wollen, wenn wir Preußen retten wollen, damals ging es ja noch nicht um Deutschland, da ging es ja um Preußen, dann müssen wir den Bündnispartner wechseln. Und wer ist der Einzige, der uns helfen kann? Das sind die gerade geschlagenen, angeblich geschlagenen Russen. Die nämlich gar nicht geschlagen waren, sondern Napoleon geschlagen haben. Und das hat, das wissen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, zum ersten nationalen Impuls in Deutschland geführt. Denn aus dieser Befreiung Preußens wurde plötzlich die deutsche Idee. Da entstanden die deutsche Nationalfahne, die aus der Lützower Uniform abgeleitet ist und so weiter. Also der erste Impuls zum Werden einer deutschen Nation als wirklicher Nation der Deutschen, der ist durch diesen Frontenwechsel eines mutigen Generals erfolgt. Also brauchen wir jetzt einen verantwortlichen Kanzler, der den Mut zum Frontenwechsel hat. Jetzt wird es noch kritischer. Wenn wir einen Kanzler hatten, nämlich Herrn Schröder, der ja diesen Frontenwechsel zumindest in Angriff genommen hat oder wenigstens versucht hat, auch mit Russland ein Bündnis zu suchen. Wir wissen alle, unter welchen Pressionen das ablief. Dann haben wir es schwer, weil unsere jetzigen Alliierten das natürlich nicht toll finden, das ist klar. Dann brauchen wir auch einen potenten militärischen Partner, der uns vor irgendwelchen Zumutungen auf diesem Weg nach Osten schützen kann. Also es bleibt uns eigentlich nur ein riesiger Strategiewechsel, ein verantwortlicher Mann von der Gestalt von Bismarck, der diesen Strategiewechsel vornimmt. Sonst hat die deutsche Nation weiter unter diesen eigenartigen Feindstaatenklausel, Unterwerfungsverträgen und so weiter zu leiden. Das ist meine feste Position. Es geht nur mit einem Blickwinkel nach Osten und deswegen ist die Konvention von Tauroggen eben einfach das Menetekel in einem anderen Jahrhundert unter völlig anderen Verhältnissen, aber in den gleichen Strukturen, nationalen Strukturen. Und das Zweite ist, ich bin ein wenig misstrauisch mit diesen Leuten da, die mir erzählen, der Preis für ein geeintes Europa ist die Abgabe meiner nationalen Identität. So ist der Haupthinderungsgrund, warum die Russen bei der EU so zögerlich sind. Die wollen nicht ihre nationale Identität aufgeben. Warum sollen sie denn auch? Ja? Übrigens die Spanier und Franzosen auch nicht. Nur in Deutschland gibt es diese Propaganda. Heute hat die Kanzlerin wieder gesagt, wir müssen Rechte nach Europa abgeben. Ja, wer hat sie denn dazu eigentlich legitimiert?
das deutsche Grundgesetz nicht, das deutsche Parlament nicht, der Wähler sowieso nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass in irgendeinem Wahlprogramm in den letzten Jahren stand, ich trete an als Kanzlerin, um die deutsche Verfassung auszuhebeln und alle wichtigen Exekutivgewalten nach Brüssel zu verschenken. Sowas hat es nicht gegeben. So, also ich bin da sehr misstrauisch, wenn Leute mir erzählen, die eine gespaltene Position zu ihrer eigenen nationalen Identität haben, ich soll mit denen in eine Bündnisstruktur. Bei den Russen habe ich da kein Problem. Ich weiß, dass die Russen immer die Russen bleiben werden. Und die werden sich von niemandem was vorschreiben lassen. Und ich weiß, dass es in Westeuropa etwas ulkig gesehen wird und die Massenmedien da ausgetobt haben. Ich fand das richtig, dass der russische Präsident die Mehrzahl der vom CIA finanzierten NGOs einfach als Feindorganisation, also als Agenten feindlicher Mächte eingestuft hat. Das ist im wohlverstandenen nationalen Interesse. Jeder weiß das, dass Human Rights Watch zum Beispiel von der CIA gegründet worden ist, von ihr finanziert wird, dass Amnesty International nur mit Spendengeldern diverser amerikanischer Geheimdienste überleben kann und so weiter. Und das ist eine Agentur eines feindlichen Staates auf meinem Nationalgebiet und die kann ich auch verbieten. Und alles anderes dummes Zeug. Mindestens als solche Kennzeichen. Kennzeichen, ja, genau. Verboten hat er sie ja noch nicht mal. So, und das finde ich völlig legitim. Und mir gefällt so ein Volk, was da in seiner nationalen Identität ruht und sagt, wir lassen uns nichts. Ja? Und dass man jetzt wieder so eine Situation erzeugt gegenüber den Russen, die an Stimmungen im Kalten Krieg erinnert, das macht mich dann besonders misstrauisch. Denn die haben ja bisher nichts weiter getan, als zu sagen, lasst uns unser Zeug alleine machen nach unseren Regeln. Ja? Und es gibt eben keine zwei vergleichbaren Demokratiemodelle auf der ganzen Welt. Die britische Demokratie ist anders verfasst als die amerikanische und unsere auch wieder. Und wenn die Russen halt meinen, sie brauchen eine gelenkte Demokratie und der Mann mit Prozentzahlen gewählt wird, von denen hier jeder Politiker nur in Wachträumen fantasieren kann. Ja? Also wenn bei uns ein Regierungschef an die Macht kommt, dann hat seine eigene Partei vielleicht knapp über 40% und nicht weit über 60. So, also das sind doch ganz andere Verhältnisse. Und dann zu sagen, das ist nicht demokratisch, naja, dann weiß ich nicht, was Demokratie ist. Also Demokratie ist immer das Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen. Und wenn die Mehrheit des russischen Volkes meint, Putin ist der Richtige für sie, weil sie müssen in einer gelenkten Demokratie leben, dann ist das nicht mein Anliegen zu sagen, das dürft ihr nicht. Sondern die haben ihre nationale Identität und ich kenne diesen schönen Spruch, Russland ist groß und der Zar ist weit. Und das scheint wohl bis heute zu gelten, also geht es wohl nicht ganz so wie in Mitteleuropa. Das ist ein anderes Land mit anderen lokalen Traditionen. Übrigens ganz wichtig, nie einer bürgerlichen Tradition, außer mal ein paar Jährchen da zwischen zwei Revolutionen. Also wer sind wir eigentlich, dass wir uns anmaßen, den Russen vorzuschreiben, wie sie ihre Demokratie organisieren? Und dann kriege ich immer als Beispiel genannt Länder, die das eben anders machen, wo ich dann aber auch weiß, wenn ich mit den Leuten in den Ländern rede, kein spanischer Genosse erzählt mir, sie wollen ihre Nation aufgeben. Davon träumen vielleicht ein paar Herrschende, aber nicht die spanischen Genossen. Ja? Und das meine ich. Also wir brauchen diesen Blickwechsel. Ich bin nicht gegen ein vereinigtes Europa, ganz im Gegenteil, aber eins von unten. Wo die Völker miteinander reden und nicht irgendeine Zentralverwaltung, die sich jetzt schon benimmt, als hätte sie mehr Rechte als die nationalen Regierungen, die von niemandem legitimiert ist, die nicht gewählt ist. Ja? Wir leben alle in Demokratien. Unsere Zentralverwaltungsregierung in Brüssel ist von niemandem gewählt. Nicht mal vom Europäischen Parlament, sondern von den Regierungschefs. Na hallo, was ist denn das für eine Demokratie? Ja? Gut, also deswegen Blickwechsel nach Osten. Also bevor ich zu meiner letzten Frage komme, habe ich noch eine kleine Geschichte gefunden zur Herkunft des Wortes Deutsch. Ich glaube, das passt hier nämlich recht gut. Mhm. Deutsch, das leitet sich ab von dem gotischen Wort Theodisk und was wohl wie volksmäßig oder dem Volke zugehörig bedeutete. Daraus wurde später Diotisk und über weitere etymologische Umwege Deutsch. Und wenn man also sagte, wir sind Deutsch, dann hieß das auch, wir sind das Volk. Oder man könnte auch sagen, wir sind ein Volk. Also das passt einfach. Wir sind sehr frei jetzt. Aber. Ja, das ist von meinem Lieblingsautor Jan van Vlocken, also jetzt mein Lieblingshistoriker. Und ich denke mal, das kann man sich erlauben. Jetzt meine Frage. Feindstaatenklauseln, Kanzlerakte oder Unterwerfungserklärung. Das sind doch für mich, also nach dem, was du heute gesagt hast, absolut zentrale Begriffe, um die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu begreifen, beziehungsweise die modernere Geschichte heute überhaupt zu verstehen. Mein Motto, wenn ich Geschichte erkläre, sage ich immer, jeder muss aus jedem Jahrhundert zwei, drei wichtige Daten, Fakten wissen, dann kann er die Geschichte, vor allem die deutsche Geschichte, irgendwie begreifen. Das gehört in der Schule gelehrt. Warum wird das wichtige Gut nicht in der Schule gelehrt? Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Die Antwort heißt Versailles.
Was ist Versailles? Das ist der Friedensvertrag von Versailles, zu dem mein hochverehrter Lehrer Wladimir Iljitsch Lenin gesagt hat, dieser Friedensvertrag trägt den Keim eines neuen Krieges in sich. Vermutet man natürlich nicht von links. Ne? Normalerweise waren die Leute ja so in der heutigen Wahrnehmung gegen Versailles, waren nur die Nazis. Stimmt nicht. In Deutschland der 20er Jahre war von ganz links bis ganz rechts, bis auf ein paar Pazifisten, alle gegen Versailles. Weil dieser Versailler Vertrag einfach, wie damals gesagt wurde und wie ich auch finde, dass es richtig ist, eine nationale Schande war. Und die Politiker, die sich bemüht haben, den Versailler Vertrag und seine Nachfolgeregelung in Deutschland umzusetzen, hießen Erfüllungspolitiker. Wenn also in Deutschland massenhaft bekannt wäre, dass es zum Beispiel eine Feindstaatenklausel gibt, dann wären unsere Politiker Erfüllungspolitiker. Und alle von links bis rechts, die noch einen Schimmer an nationaler Identität hatten, könnten sich darauf einigen, dass der zentrale Kampf der Außenpolitik gegen die Feindstaatenklausel gerichtet werden müsste. Das ist der Versailles-Effekt. Versailles war für alle ein Synonym für nationale Schande, für Unterdrückung, für einen ungerechten Frieden. Das ist vielleicht der zentrale Begriff, ein ungerechter Frieden. Und wir haben auch einen solchen ungerechten Frieden, gegen den sich normalerweise das ganze deutsche Volk erheben würde, wenn man es ihm sagen würde. So wie damals gegen Versailles. Und die Nazis haben auch, nicht nur, aber auch diese gigantischen Wahlsiege errungen oder Zustimmungsquoten gehabt, Siege waren es ja nicht, Zustimmungsquoten gehabt, weil sie eben eine radikale Anti-Versailles-Rhetorik gemacht haben. Und wenn also heute jemand, und wenn man es schaffen würde, sozusagen das, was an nationaler Identität noch vorhanden ist, auf so ein Problem wie Feindstaatenklausel oder Kanzlerakte oder Unterwerfungsverträge, Briefe zu fokussieren, dann hätten sie ein nationales Wiedererwachen der Deutschen. Und deswegen wird das ja nicht geheim gehalten, im Internet ist es ja zu lesen, aber es wird nicht fokussiert, es ist kein Thema, es kommt nicht in die Schulen, es kommt, soweit ich weiß, nicht mal in die Staatsrechtsausbildung der Staatsrechtsphilosophen, also ich weiß von Staatsphilosophen, da gibt es das gar nicht, das ist, oder wenn, dann höchstens mal in so einem Geheimseminar. Man soll es nicht wissen, dass wir, um es mal böse zu sagen, in Schande leben, immer noch als Feind betrachtet werden, weil dann könnte eventuell ja eine Gegenreaktion erfolgen. Das ist meine Erklärung. Okay, jetzt Fragen. Da hinten. Was denken Sie, warum könnte es sein, dass die Deutschen sich für ihr Land, oder man probiert es zu sagen, dass die Deutschen sich schämen sollen für die ganze Geschichte? Und warum das nicht bei anderen Ländern ist, wenn man es vergleicht, die allein was von Washington auskommt mit der NATO, wie viele Leute sie abmorcheln. Warum wird Deutschland dieser Stempel, damit sie sich immer wieder schieben sollen, es wird immer wieder im Fernsehen gezeigt. Und könnte es sein, dass es vielleicht was mit den Waffenverträgen aussieht, wo die Israel zu tun hat? Das hat zu tun mit einer historischen Lüge. Die historische Lüge ist die, dass der Völkermord an den Juden einzigartig ist. Das stimmt einfach nicht. Es hat Völkermord in der europäischen Geschichte dutzendfach gegeben, in der Weltgeschichte hundertfach. Man könnte jetzt so mathematische Spielchen machen, also bezogen auf die Anzahl der Gesamtbevölkerung, wie viel Prozent der Juden sind von den Nazis ermordet worden. Deshalb wäre es einzigartig. Da würden die Karaiben protestieren, die sind zu 94% ausgerottet worden. Oder die Averner, die sind zu 100% von Caesar ausgerottet worden. Also da geht es nicht. Das Einzige, was von der Einzigartigkeit übrig bleibt, ist der technische Vollzug. Industrieller Völkermord in Fabriken. Das ist natürlich auch durch nichts zu rechtfertigen. Es gibt ein internationales Tribunal, was die Schuld klar festgestellt hat, Nürnberger Gerichte, und gesagt hat, das sind die, die es getan haben. Und das ist unverzeihlich, das wird auch immer auf den Deutschen als Makel lasten. Und das kann man auch nicht aufrechnen gegen den Völkermord der Nordamerikaner an ihren Ureinwohnern oder gegen andere Völkermorddinge. Das kann man nicht aufrechnen, weil man kann Völkermord nicht mit Völkermord aufrechnen. Finde ich jedenfalls. Das ist inhuman. Jeder Völkermord ist ein Verbrechen. Aber die nachfolgende Betrachtung ist eben die, dass dieser Völkermord als einem besonderen ideologisch erzeugten Rassismus geschehen ist, den die Mehrheit des deutschen Volkes mitgetragen hat. Ob das wirklich so ist, ist ja in der Forschung sehr umstritten. Man denke nur an dieses Buch von Daniel Goldhagen, was da für Debatten rumgegeben hat. Aber es ist einmal die Feststellung. Ja? Also die Deutschen haben sich aktiv an diesem Völkermord beteiligt und tragen deshalb eine kollektive Verantwortung
Und, jetzt kommt das Entscheidende, wir sind im Zeitalter des humanitären Völkerrechts. Wir haben internationale Gerichtshöfe, die das ahnen können. Und wir haben die Möglichkeit, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Das gab es ja im Völkermordverbrechen vor dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Und das erklärt sozusagen die besondere Situation, in der die Deutschen da sind, dass sie das erste Land auf der Welt sind, was für einen Völkermord kollektiv zur Verantwortung gezogen worden ist. Die Frage ist halt, inwieweit man in der Lage ist, diese Schuld anzunehmen. Okay, die Schuld kann ich annehmen, aber ich sehe nicht ein, dass ich dafür Sühne leisten muss. Und Deutschland zahlt ja ununterbrochen Sühnegeld. Also direkt an Israel, das kann man noch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass das Sühnegeld aus Atomwaffen besteht oder aus Atomwaffenträger tragenden U-Booten. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das hat mit Sühne nichts zu tun, einen neuen Krieg vorzubereiten. Friedenswerke, Siedlungen bauen, Krankenhäuser bauen, okay, aber Waffen liefern kann ich nicht verstehen. Und die Besatzung eines anderen Staates, also Völkermord an den Palästinensern zu unterstützen, kann ich auch nicht verstehen. Ist mir völlig fremd. Und wir zahlen Sühnegeld, das ist ja nun durch das Buch von Sarrazin einer sehr breiten Öffentlichkeit klar geworden, in Form der Transferleistung für die schwachen Euro-Länder. Das ist ja, wird ja auch direkt damit verbunden. Wir müssen eben zahlen, weil wir die Bösen sind. Das muss man brechen. Da muss man einfach sagen, von einem Standpunkt nationaler Emanzipation aus, okay, wir haben die Kriegsreparationen bezahlt, des Ersten Weltkrieges, wir werden auch die vom Zweiten bezahlen, wir werden alles das, was der Staat Israel legitim fordert, bezahlen. Aber dann ist mal Schluss. Das deutsche Volk kann nicht ewig für Dinge verantwortlich gemacht werden, wo die Mehrheit der Leute, die heute lebt, damit nichts mehr zu tun hat. Das ist meine Position, ganz klar. Die andere Frage mit den Schweizern. Also, wenn die Schweizer eine Politikerkaste hätte, ja, dann würde die auch Volksentscheide verbieten. Weil Volksentscheide schränken die Macht der politischen Klasse ein. Da die aber historisch anders gewachsen ist, die Struktur, die Volkssouveränitätsstruktur in der Schweiz, wo es, bevor es eine Politikerkaste gab, schon Volksabstimmungen gab und große Ratsversammlungen und ähnliche demokratische Urformen, konnten die das oder haben es nie aufgedrückt. Haben also nie diese Art von parlamentarischer Vertreterdemokratie über die Schweiz hinwegfliegen lassen. Und es ist ja auch ein Mischsystem, es gibt ja verschiedene Elemente. Und bei uns, wir haben uns zu bescheiden, wir haben froh zu sein, dass wir überhaupt Demokratie haben, so ungefähr, hat uns die Kanzlerin ja gesagt. Es gibt kein Recht auf Demokratie. Aber wie gesagt, der zentrale Grund, warum die Politiker gegen Volksentscheide sind, ist einfach, erstens, das Volk ist eben doch nicht unendlich manipulierbar. Es könnte ja auch mal sein, dass sie sich richtig entscheiden. Ich sage zum Beispiel, wie bei der Entscheidung in Berlin gegen die Wiedereinführung des Religionsunterrichts, das war eine richtige Entscheidung, jetzt der Gesellschaft angemessen, auch wenn es andere Politiker anders gesehen haben und sicher auch hier im Saal einige anders sehen. Und das Zweite ist aber vor allen Dingen, es ist einfach eine Beschränkung ihrer Macht. Sie können nicht mehr in Geheimzimmern, Expertenzirkeln, in Lobbystuben die Dinge aushandeln, auskungeln. Also ich meine, stellen wir uns auch nur mal einen Volksentscheid über die Frage vor, was ja das schöne Wahlversprechen der FDP war, die Gastronomie damit diesen anderen Steuersatz zu belegen. Wenn man darüber einen Volksentscheid geführt hätte, was wäre denn rausgekommen? 99% hätten der FDP einen Vogel gezeigt. Ja? Was soll denn das? Ja? Oder nehmen wir mal eine der wichtigsten Fragen, die in Deutschland wirklich in die Substanz des Volkes geht. Erbschaftsrecht. Ja, wie würde wohl ein Volksentscheid aussehen? Auf keinen Fall, keiner der Vorschläge, die die jetzt regierende Parteien machen, käme da durch. Weil die Leute einfach sagen würden, ihr müsst uns das Erben ermöglichen, damit der über Generationen gewonnene Reichtum auch weiterverwaltet werden kann. Ja, und nicht, dass das Annehmen eines Erbes denjenigen, der erbt, zur Verarmung zwingt, Betriebe geschlossen werden müssen, Tausende von Leuten entlassen werden müssen, weil wir so ein irrsinniges Erbschaftsrecht haben. Ja, also wenn man das Volk machen lassen würde, dann würden die Kungeleien nicht gehen. Oder stellen wir uns doch mal eine Volksabstimmung vor über die Frage, sollen wir innerhalb von 3 Jahren im Crashkurs die erneuerbaren Energien einführen? Und wie die Volksabstimmung ausgehen würde, weiß auch jeder. Ja? Sicher wäre eine Mehrheit, ist die Mehrheit des deutschen Volkes für die Einführung der erneuerbaren Energien, natürlich, aber mit Maß. Mit Maß und nicht mit Irrsinn. Ja? Und jetzt dürfen wir es auch noch bezahlen. Das ist manchmal diesen Irrsinn vorstellen, was in diesem Land los ist. Da wird einem jeden Tag in den Medien erzählt, wir müssten jetzt mehr Stromsteuern bezahlen, weil die Netzkapazitäten aufgebaut werden müssen. Ja, aber Entschuldigung mal, die Energiekonzerne waren die Konzerne in Europa. Die letzten 30 Jahre Milliarden Gewinne, unvorstellbare Gewinnmassen eingefahren haben. Warum? Weil sie das Einfachste, was jeder Handwerker in seinem Betrieb weiß, ich muss nach alle 10 Jahre meine Maschinen erneuern, nicht getan haben. Die haben sich überhaupt nicht
an den Stromleitungen, an den Überlandleitungen und so weiter beteiligt. Die haben es einfach alles verschlammt. Und jetzt muss der Steuerzahler dafür bezahlen, damit die in 10 Jahren wieder Milliardengewinne machen können. Was ist denn hier los? Ja, stellen Sie sich mal vor, wir hätten Volksdemokratie im Sinne von plebiszitären Elementen. Da würde ich sofort eine Kampagne fahren an eigentlich die Stromkonzerne. Wenn die eh nur mit Steuergeldern ihre Geschäfte machen können, dann können wir sie gleich verstaatlichen. Und dann würde ich 90% dafür kriegen. Ja? Also die Politiker können es gar nicht wagen, in einem entwickelten Land wie Deutschland mit einer so politisch ja auch aufgeklärten Bevölkerung plebiszitäre Elemente in großem Umfang, also bewichtige Fragen. Jetzt um die Frage, ob da eine U-Bahn so oder so gebaut wird, das kann man schon mal machen. Aber können sie gar nicht wagen, weil das würde zu einer Veränderung der Machtverhältnisse führen und würde auch im Sinne der Ausweitung der Volkssouveränität die Gesellschaftsstrukturen aufbrechen. Und das Risiko gehen sie nicht ein. Nächste Frage. Ich habe eine praktische Frage. Also die Sache mit Russland, also da wäre ich auch dafür, obwohl ich da darauf bin, dass das so nicht kommen wird, glaube ich. Was mich aber daran interessiert, ist eigentlich eine Einschätzung, wie denn hier in Deutschland, wo wir ja wissen, dass ja Atlantikbrücke und so viele Strukturen ja festgezogen sind von mächtigen Leuten, die also beiderseits sitzen und das seit Jahrzehnten eben auch festmachen, selbst bis die Grünen, haben das von uns ja hier. Der Vorsitzende ist ja auch einer von denen, die damit gearbeitet haben. Ne? Wie schätzen denn Sie oder Ihre Kreise, die informierter sind als wir, die realen Interessen, die verschiedenen Interessen in dieser Richtung, also Wirtschaft pro Russland, mehr pro Russland, weniger USA, wir wissen ja, dass die USA nach wie vor ein sehr großes, reiches Land sind, mit einem sehr großen Markt. Und Russland vergleichsweise ist eben als Rohstoffe, aber ist eben auch nicht so zahlungsfähig jetzt, riesige Importe zu fassen, sodass ich mir vorstellen kann, dass momentan also bei denen, die hier in Deutschland letzten Endes auch am Hebel sitzen, am Machthebel, am Interessenhebel, auch am wirtschaftlichen, nicht so ein großes Interesse darin ist, da jetzt große Veränderungen zuzulassen. Also dass wir da sozusagen eine Sache einleiern, die aber eigentlich totläuft, weil die Mehrheiten hier bei uns gar nicht vorhanden sind in Deutschland. Das würde mich interessieren. Danke. Also was ich weiß, ist, dass es alles viel komplizierter ist. Dass also zum Beispiel innerhalb der deutschen Bourgeoisie, um mal den alten Begriff zu benutzen, die Interessenlage sehr gespalten ist. Es gibt viele Leute, die die Abhängigkeit von den USA fürchten, insbesondere in energetischer Hinsicht, und die sich aus dieser energetischen Abhängigkeit befreien wollen. Deshalb zum Beispiel Schröders Gasleitung durch die Ostsee. Es gibt auch Leute, die da sich völlig drin eingerichtet haben, die das alles schick finden. Die entscheidende Frage ist, eine solche Blickrichtungsänderung, die können wir zwar beschließen, aber die können wir natürlich nur unter bestimmten historischen Voraussetzungen machen. Und die wichtigste dieser historischen Voraussetzungen wäre eine langanhaltende Schwächung der USA. Denn sie werden freiwillig auf diesem Planeten keinen einzigen Millimeter aufgeben. Das ist mir auch klar. Aber jähe Wendungen sind möglich, hat Erich Honecker mal so schön gesagt. Ne? Wir wissen, dass die Geschichte aus jähen Wendungen besteht. Das heißt, Kräfteverhältnisse können sich über Nacht ändern. Dinge können völlig anders kommen. Das Gefährlichste, was in einer Umbruchssituation passieren kann, ist, keinen Plan B zu haben. Und deswegen ist es immer wichtig, jetzt eine Propaganda zu machen für Dinge, die scheinbar unmöglich sind. Also als die Bürgerrechtsbewegung in der DDR anfing, Mitte der 80er Jahre, zu sagen, wir müssen das hier alles ändern, haben denen auch 90% der Ossis den Vogel gezeigt. Und dann ging es ganz schnell. Das heißt, ohne eine Vorbereitung eines Strategiewechsels, ideologisch, mental, wird da nie kommen, weil gar kein Druck entsteht. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn irgendwelche Kataklysmen passieren, Katastrophen, also zum Beispiel der Totalzusammenbruch des Euro innerhalb von wenigen Tagen, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann können sich plötzlich ganz anders andere Prioritäten entwickeln. Oder, was ich auch nicht für absolut ausgeschlossen halte, sogar sehr wahrscheinlich, dass vielleicht der US-Dollar vor dem Euro zusammenbricht. Was ist denn dann? Ja, dann bleibt uns ja gar keine andere Option, als uns einen anderen Partner zu suchen. Und das wären dann China und Russland. Also deshalb ist es wichtig, jetzt diese Option vorzubereiten, weil sie ja sowieso im Selbstverständnis in unserer nationalen Identität die richtigere wäre. Das ist sowieso klar. Also warum soll man nicht die Propaganda machen? Wir sind ja ganz stolz drauf, dass es uns jetzt gelungen ist, das heißt unserem russischen Partner, für diese Konferenz
am 24.11. Valentin Fanin zu gewinnen, einen der profiliertesten Europapolitiker der sowjetischen und auch der russischen Zeit. Und wir werden ja mal hören, wie es auf russischer Seite aussieht, wie Sie das denn überhaupt sehen. Als Bismarck diesen großen Schwenk vollzogen hat, ging es ihm fast so wie dem General in Tauroggen. Sein König hat den Kopf geschüttelt. Ja? Aber er hat es gemacht. Und der General in Tauroggen auch. Wie heißt er? Jochen von Wattenberg, genau. Das Lustige ist ja nur als am Rande, die beiden Generale, mit denen er diesen Waffenstillstand unterzeichnet hat, waren ja eigentlich auch Deutsche, die waren bloß in russischen Diensten, das aber nur nebenbei. Ist ja auch keine Koalition, wie in der DDR mal gesagt worden, sondern nur eine Neutralitätsstellung, aber immerhin. Wenn wir sowas erreichen könnten, dass wir uns neutral stellen können zur NATO. Ja, also wenn Sie mich fragen, wenn wir einen verantwortlichen Außenpolitiker hätten, wäre das Erste, was der machen müsste, ein ganz einfaches Problem. Ein Austritt aus der NATO. Nur dann können wir überhaupt anfangen, über Selbstbestimmung, Souveränität und so weiter zu reden. Weil dann sind wir nämlich erst offen für Bündnisse woanders hin. Solange wir da eingekreistert sind und die Amerikaner werden alles tun, um das zu verhindern. Das ist auch klar. Also ich weiß, dass das natürlich keine Forderung ist, die morgen umsetzbar ist. Aber ich weiß eben auch, die Geschichte verläuft in abrupten Sprüngen. Es kann auch sein, dass übermorgen eine Situation entstanden ist, in der uns gar nichts anderes übrig bleibt. Ja? Und deshalb sage ich, okay, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Fangen wir mal an, die Sache ins Rollen zu bringen. Diskutieren wir mal. Und es hat nichts zu tun mit Ostalgie oder Freundschaft zur Sowjetunion oder so. Es ist einfach im Selbstverständnis der Lebensinteressen unseres Volkes. Wir brauchen keinen Partner am Atlantik, wir brauchen einen Partner am Kontinent, der mit anderthalb Tagen mit der Eisenbahn zu erreichen ist, wenn wir eine Zukunft haben würden. Denn die energetische Frage, die Zukunft der Energieerzeugung, wird die zentrale Herausforderung dieses Jahrhunderts neben Wasser. Und hallo, die andere Großmacht versucht mit aller Gewalt die totale Kontrolle über die Energiereserven der Welt zu erreichen. Die einzigen, die sich uns anbieten, teilzuhaben an ihren Energiereserven, freiwillig, sind die Russen. Ja? Atom wollen wir nicht mehr. Also bleibt das so nur. Weil die Amerikaner werden uns irgendwann sagen, okay, dann zahlt doch in Gold oder zahlt einen fünffachen Preis. Wir haben die totale Kontrolle. Das wird kommen. Und deshalb müssen wir diesen Strategiewechsel jetzt anfangen vorzubereiten, auch wenn er unwahrscheinlich ist, auch wenn er nicht sehr aussichtsreich erscheint, anfangen. Meine Frage. Ich möchte mich noch für den Vortrag ganz herzlich bedanken und dann auf die Dame zurückkommen in Bezug auf die Sicht des Volkes. Da ist mir eingefallen, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg diese Kollektivschuldthese vertreten wurde. Und in Tat und Wahrheit war es aber ein Versagen der Politiker und der Eliten. Das wird ganz deutlich, wenn man von Enzensberger den Hammerstein liest. Also dann ist das absolut glasklar, wer da versagt hat. Und dann habe ich eine Frage, irgendwie ist mir noch in Erinnerung, dass nach dem Zweiten Weltkrieg jedes Bundesland doch Vorschläge für eine eigene Verfassung machen konnte. Und Hessen hat, glaube ich, irgendwie sehr direkt demokratische Vorschläge gemacht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und McCloy hat das, glaube ich, absolut niedergeschmettert, einfach verboten. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber Sie haben das Buch von Erich Buchholz gelesen zu den Verfassungen. Da ist es gut erklärt. Also ist in der Tat so, die Westländer hatten so demokratische Verfassungen zu der Zeit, 46, 47, und ist dann von den Alliierten in der Regel kassiert worden. Na, man kann in Bezug auf die Demokratierechte und vor allem das Eigentum an den entscheidenden Produktionsmitteln sogar sagen, dass manche Landesverfassungen noch heute dem Grundgesetz direkt widersprechen. Ja, es gibt ein Sozialisierungsgebot und nicht eine Erlaubnis, wie im Grundgesetz und so weiter. Aber das ist in dem Buch von Buchholz am besten, das haben wir ja in der Kompaktreihe Verfassung versus Grundgesetz, da ist das genau analysiert. Ansonsten will ich nur sagen, man muss diese Verfassungsfrage stellen, klar. Ja? Aber eben immer nur im Kontext der Volkssouveränität. Also was nützen uns denn irgendwelche im Papier festgeschriebenen Rechte, wenn sie nicht gelebt werden können? Also ich sage mal nur, jeder, der bis drei zählen kann in Rechtsstaatsverhältnissen, weiß, dass der sogenannte Rettungsschirm, der letzte EWS, Verfassungsbruch ist. Und durch die Praxis, jetzt einfach, dass die EZB Geld drucken kann, ist ja sogar noch die Klagemöglichkeit genommen, weil die EZB ist nicht klagbar. Punkt. Das heißt, was nützt uns denn das Bundesverfassungsgericht, was in einem Fall
eklatanten Verfassungsbruchs, was jeder juristische Laie sehen kann, sagt, ihr dürft es machen, liebe Parlamentarier. Was nützt uns das angesichts der Tatsache, dass einfach europäische Behörden mit Rückendeckung unserer eigenen Regierung weitere Verfassungsbrüche begehen, die nicht mal einklagbar sind? Das heißt, ohne eine echte Volkssouveränität sind diese ganzen Papierparagraphen nichts wert. Und zur Volkssouveränität gehört, das ist ein ganz wichtiges Thema in Deutschland, das Recht auf den politischen Generalstreik. Jetzt bin ich mal richtig oller Kommunist. Der politische Generalstreik ist in allen anderen Ländern der Welt zwar ein ungern gesehenes, aber völlig legitimes Mittel. Bei uns gibt es als einziges Land auf der Welt ein Generalstreiksverbot. Ich meine, das ist das Absurdeste von der Welt. Wenn jemand einen echten Generalstreik schaffen würde, dann kann man den auch nicht verbieten, weil beim Generalstreik streikt noch die Polizei, ja? Wie beim Kapp-Putsch. Aber allein schon, dass wir solche Blasen erfunden haben, wie ein Generalstreiksverbot. Sie meinen ja auch den ökonomischen Generalstreik. Und dass führende Gewerkschaftsfunktionäre, wie die Engelin Käfer, dennoch sagt, ja, das ist richtig, weil wir dürfen unsere ökonomische Macht nicht für politische Ziele missbrauchen. Na hallo, die andere Seite missbraucht ihre ökonomische Macht jeden Tag für politische Ziele. Dann dürfen wir wohl auch auf der anderen Seite. Das heißt, Volkssouveränität ohne Recht auf Generalstreik ist sowieso albern. Und unsere Nachbarländer machen es uns davor. Auch wenn die Generalstreiks meistens nicht so general sind, wie die Veranstalter sich das wünschen. Ja, also das heißt, wir haben noch eine ganze Menge zu tun, um erstmal einen europäischen Standard herzustellen in Deutschland. Ja, und wenn aber noch mal, es geht nur durch Druck von unten, durch Massenaktionen, es wird nichts helfen. So schön das ist, dass Schachschneider und Co. da geklagt haben und so toll die fanden, dass der Gauweiler da sich wirklich die Lunge rausgebrüllt hat, um alles klar zu machen, was da für Schweinereien passieren. Der Mann hat jetzt auch resigniert, weil er sagt, mit dieser Praxis, dass die EZB einfach Geld druckt, sind alle europäischen Parlamente ausgeschaltet. Also das ist der Zustand der realen Demokratie in Europa. Ja, der Schachschneider hat ja in einer unserer letzten Veranstaltungen gesagt, also ein großes Verdienst ist es hier, das Recht auf Recht bekommen können. Also sozusagen überall sein Recht einklagen können. Nun gut, er ist Jurist und er glaubt an das Recht, also er glaubt an die reine Lehre. Wir wissen, dass das nicht so ist. Ich sage, das Recht zum Generalstreik kann man doch auch anders definieren. Wir haben das Recht zu brechen, nämlich uns den Generalstreik zu nehmen. Das ist dann tatsächlich Volkssouveränität. Und das ist vielleicht so eine, vorhin wurde die Frage gestellt, so eine gewisse deutsche Eigenschaft, dass wir unwahrscheinlich, wie war das, um den Bahnsteig zu betreten, kaufen wir noch eine Bahnsteigkante. Ja, also das ist einfach, wir sind so rechtsgläubig und so rechthörig. Gesetze wirklich zu brechen, das trauen wir uns wahrscheinlich dann doch nicht. Das brauchen wir übrigens auch nicht. Wir haben ja das Widerstandsrecht des Grundgesetzes, das haben wir ja immerhin. Dass wenn die Regierung die Verfassung bricht, haben wir das Recht auf Widerstand. Das ist ja eingeführt worden, um die Stauffenberg-Kamerade ja da zu legitimieren hinterher, was ja auch richtig ist. Aber es ist natürlich ein universelles Menschenrecht. Nämlich das Widerstandsrecht, wenn der Staat dich nicht an die Verfassung hält, dann schaffen wir sie wieder her. Und in Bezug auf den Euro sind wir in der Situation, dass Staatsnotstand herrscht, die Verfassung mehrfach gebrochen worden ist und es gibt für mich ganz klar Widerstandsrecht. Ja. Jetzt war hier vorne eine Frage. Ja, man versteht mich auch vielleicht so. Also ich finde das Wort schon mal Blickrichtungsänderung sehr schön. Auch Gen Osten, also danke. Wir sind aus Berlin weggezogen, an die Oderbruch. Das passt schon mal. Nun, das wäre ja so eine große Lösung, sollte ich denn irgendwann oder weit hoffentlich funktionieren. Es gibt aber auch Gruppierungen, da gibt es so, wie es in Anführungsstrichen Königreich, die in Wittenberg an der Ritterstadt Wittenberg, ja, und jetzt ernannt er, man hört so Deutsches Reich und ein bisschen preußisches Reich und Gruppierungen, die dann so auf anderer Flanke da ihre Ideen umsetzen wollen. Was ist davon zu halten? Frage 1. Frage 2. Welche Rolle spielen in dem bekannten globalen Kontext die Großkonzerne? Man sagt ja nicht, die Macht geht mehr oder weniger von denen aus. Das sind ja vielleicht bis hin zu den Großbanken oder deutschen Entsatz die eigentlichen Führer. Gut, das ist für den Marxisten natürlich so klar wie irgendwas. Also die herrschende Klasse ist eben nicht die Politikerkaste, sondern es sind die Bosse der Großkonzerne und Großbanken. Und wir haben ja in dieser Krise was Eigenartiges gelernt. Ne? Also schrankenloses Kapital und Freiheit des Warenverkehrs und Warenliberalismus als Schlagworte in der neoliberalen Welle.
Und wenn eine Krise kommt, dann dürfen die Steuerbürger des Staates zahlen, wo zufällig der Konzern seinen Hauptsitz hat. Was ist denn das? Ja? Also das ist die wahre Demokratie. Ja? Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, ist ja auch nichts Neues. Und es ist schon interessant, was da in dieser Krise passiert ist, ne? Wie die Banken plötzlich alle wieder national wurden und so. Und das zeigt ja auch, dass, was ich vorhin sagte, die Dinge sind nicht so einfach. Also Schablonen helfen nicht. Wir kennen auch Leute aus der Hochfinanz, die kritisch sind. Sonst gäbe es ja nicht so viele kritische Bücher. Wir kennen Leute aus den Konzernen, die was von sozialer Verantwortung verstehen. Ja? Nicht nur kleine und mittlere Gewerbetreibende. Also das ist eben komplizierter. Und ich denke auch, man kann so ein Bündnis schmieden im Interesse des deutschen Volkes. Der Standort Deutschland ist ein extrem interessanter Standort. Wir haben eine qualitativ hoch ausgebildete Arbeiterklasse, die es so einfach auf der Welt nicht zu holen geht. Das lernen ja viele Konzerne gerade, die ihre Betriebe in Billiglohnländern verlagert haben. Die kommen jetzt zurück, weil die Arbeiter dort aufgrund der fehlenden Industriekultur die Standards nicht halten können. Ja. Also das ist schon ein Standortvorteil. Und warum soll man nicht mit Standortlogikern auch standortlogisch reden und sagen, wenn ihr das deutsche Industrieproletariat in dieser Qualität erhalten wollt, dann müsst ihr mehr für die Bildung tun, dann müsst ihr richtig Geld in die Hand nehmen und dieses verlotterte Bildungswesen in Ordnung bringen. Gut, was war die andere Frage? Achso, also erstens, dafür bin ich nicht ein Spezialist. Da sitzt der Andreas Klaus, der wird beim nächsten Mal hier an dieser Stelle sitzen, der kennt sich da viel besser aus. Aber ich will mal was Grundsätzliches zu diesen Leuten sagen, die sich da freistellen von Deutschland oder Deutschland GmbH und diese ganzen Fragen. Ich habe diese Broschüre gelesen, die auch vorne auf dem Tisch ausliegt, über das Paradies. Ne? Nee, die Paradies? Heimat, ja. Und ich glaube, dass da vieles dran ist. Ja? Und dass man da auch vieles sehr ernsthaft prüfen muss und nachprüfen muss. Aber das kann ich gar nicht, also fehlen mir die juristischen Kenntnisse. Aber eins kann ich deutlich sagen, ich kann jeden nur warnen, diesen Weg zu gehen. Weil wir haben einen real existierenden Staat mit real existierender Polizei, Gefängnissen, Justiz, Steuerbehörden und so weiter. Und mir sind jetzt ein paar Fälle bekannt, dass die zugeschlagen haben bei Leuten, die diesen Weg gehen wollten, sich aus Deutschland sozusagen, also aus diesem Rechtssubjekt Deutschland zu entfernen. Also ich will damit sagen, das ist alles wichtig, das muss auch diskutiert werden. Wir müssen es auch irgendwann mal richtig aufklären, am besten in einer Enquetekommission des Parlaments, wo man wirklich geklärt wird, was ist nur mit dem Staatsbürgerschaftsrecht und so weiter. Aber unterliegen Sie nicht der Illusion, dass es Realverhältnisse sind. Die Realverhältnisse sind die wirklichen Repressionsverhältnisse, die wir in diesem Land haben. Und es macht wenig Sinn, gegen Windmühlenflügel anzureiten. Es ist vielleicht für einen persönlich ganz hübsch, den zu treffen, die Windmühlenflügel. Aber es macht wenig Sinn. Die Windmühle stört es nicht. Und deshalb, mein Rat ist, verfolgen Sie die Debatte und stellen Sie ruhig auch kritische Fragen und foppen Sie auch mal einen Politiker, indem Sie ihn fragen, wer ihn eigentlich gewählt hat und was er eigentlich ist. Aber verwechseln Sie das nicht mit Realpolitik. Realpolitik ist materielle Gewalt, ökonomische oder Volksmassen auf der Straße. Die können Dinge ändern und nicht juristische Titel. Selbst wenn wir den Prozess gewinnen würden vom Verfassungsgericht, der Nachweis, dass Deutschland eine GmbH ist, was nützt uns das? Das ändert an den Realverhältnissen nichts. Ja? Und deshalb ist es schön, es ist intellektuell herausfordernd, aber es ist kein Realverhältnis. Oder wenn Sie es machen, machen Sie es richtig, würde der Andreas Klaus sagen. Also ich denke mal, wir sind fast zum Ende gekommen. Zum Ende dann, wenn ich sage, ist Schluss. Ich will nämlich noch die nächste Veranstaltung so ein bisschen ankündigen. Bevor ich sie ankündige, muss ich mich erstmal ganz herzlich bei Peter Feist bedanken. Möchte ich mich bedanken. Ich fand das einen brillant interessanten Vortrag heute. Und ich denke mal, es war auch sehr anregend für Sie. Und Sie können ruhig klatschen. Wer Peter Feist auf DVD mal sehen will, wo er sich gegen den Angriff der Heuschrecken, also sprich Angriff des Finanzkapitals, ausspricht, beziehungsweise so erklärt, wie er es heute erklärt hat, in diesen drei Schritten, wie Sie es ja festgestellt haben. Da vorne gibt es diese DVD für 9,95 €, kann man sie heute mitnehmen? Nee, für 7 Euro. Für 7 Euro, Entschuldigung. Mhm. Und jetzt zur nächsten Veranstaltung. Der Arbeitstitel war, ist die Bundesrepublik Deutschland nur eine GmbH? Ich habe mich dort belehren lassen müssen, das wäre schon eine falsche Ankündigung. Wird die Bundesrepublik Deutschland durch eine GmbH verwaltet? Müsste das wohl exakter heißen.
was auf das Problem, was heute so ein bisschen durchgeschimmert hat, hinweist. Wir haben von der Feindstaatenklausel gesprochen, 46-47, Gründungsmitglieder UNO. Was war denn da Deutschland, beziehungsweise was war denn da Bundesrepublik Deutschland? Also die Bundesrepublik Deutschland war nicht gegründet. 1949 wurden zwei deutsche Staaten gegründet, BRD und DDR. 1973, glaube ich, in die UNO aufgenommen. Und dann gab es 1990 eine Wiedervereinigung. Und von offiziellen Dokumenten der Bundesrepublik kann man zur Kenntnis nehmen, die meinen Deutschland in den Grenzen von 1937. Ein Wahnsinns, also ich finde, ein Wahnsinnskuddelmuddel. Wer ist denn da der Feind? Ist für mich die Frage. Und umso mehr freue ich mich, dass der Andreas Klaus sich bereit erklärt hat, am 15. November, also in 4 Wochen, wieder hier zu sein und zu diesen für mich verwirrenden, auf den ersten Blick verwirrenden, aber höchst spannenden und ich denke mal sehr lehrreichen Begriffen und Ausführungen zu machen. Jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Also sprich, er wird einfach zu diesen Dingen Stellung nehmen, hat ein Wahnsinnscharisma, das macht auch Spaß, ihm zuzuhören. Ein bisschen PowerPoint werden wir das nächste Mal dabei haben. Und ich wünsche euch und Ihnen alle einen guten Nachhauseweg. Danke.